So, wir sind auf jeden Fall im Spiel. Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Runde. Und laut ist die Mütze, ja. Also lauter als die andere auf jeden Fall. Das eine Ohr gar nicht und das andere. Das macht voll Krach. Los, Bob, die Moräne, warte, genau so ist es. Es ist derselbe Standort. Nee, gar nicht wahr. Waren wir hier? Ich glaube, ich bin wieder zurückgefahren und habe das Boot leer gemacht. Ich meine, das hatte ich das letzte Mal noch vorbereitet. Ja, hier ist auf jeden Fall nichts mehr drin. Ja, es dauert immer ein bisschen, wenn da was drin ist. Beim ersten Mal öffnen. Ja. Also Boot habe ich leer gemacht. Da war ich mir nämlich jetzt gar nicht mehr sicher. Unser Standardzeug haben wir dabei. Okay, Essen habe ich auch nicht mehr. Ist hier noch was dran? Eine Schwarte wäre hier noch. Ich müsste auch. Dann gib mir die mal. Okay, wir gehen gleich Fischfarm. Das mal als erstes, damit wir Essen haben. Dann werden wir Pfeile machen. Wir werden diese Druckluftpistole oder wie auch immer man das Ding hier im Spiel nennt, machen. Dafür auch Munition. Und Verbände werden wir herstellen. Gleich 250 Stunden. Woo, Respekt. Vielen Dank für den Support. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und dann ja, geht's los. Der erste Boss wartet. Kann man ihn hier auf der Karte noch sehen. Hier direkt über uns tatsächlich. Teeny Bastard steht hier. Long Teeny Bastard. Wir kennen ihn schon. Den habe ich damals mit meinem Mitspieler Dinho schon gemeinsam geschafft. Ich hoffe, dass ich ihn auch alleine schaffe. Oh, guck mal, 68 Tage ohne Tod. Da werden wir heute dran arbeiten. Heute wird es den ersten Tod geben. Das vermute ich sehr, sehr stark. So, eben mal trinken. Wie gesagt, jetzt gehen wir als erstes Fisch. Das habe ich anscheinend in der Vorbereitung nicht mehr gemacht. Tut mir wirklich leid. Da müssen wir jetzt einmal durch. Aber das geht meist recht zügig hier. Wenn man ein bisschen Glück hat. Das Wetter spielt zumindest gerade mit. Das ist schon mal viel wert. Oh Gott, Leute, ich mache die Mütze, setze ich nicht den ganzen Tag auf. Wundert euch nicht. Mir ist jetzt schon mega warm unter dem Ding. Aber die ist ein bisschen besser. Also vom Greenscreen her macht die gar keine Probleme. Und die ist wirklich ein bisschen größer. Die andere, die sah ja immer viel zu klein aus. So. So, jetzt müssen wir hier abtauchen. Und mit ein bisschen Glück haben wir hier keinen Hai. Ich habe ihn nicht gesehen. Ihr habt ihn auch nicht gesehen. Dann ist da auch keiner. Da schwimmen sie. Genau die wollen wir nämlich haben. Kabel, jau. Der Hai scheint sich überhaupt nicht für uns zu interessieren. Mag ich. Gleich sympathisch, der Typ. So, da haben wir schon mal drei. Oh, da ist er. Ich tauche lieber wieder ab. So, das geht auf jeden Fall recht zügig. Ihr müsst mir mal ein bisschen Feedback geben, wie denn, was den Sound angeht. Lautstärke und so. Ich hatte wieder ein Windows-Update, wer kennt es nicht. Durfte es überarbeiten, aber normalerweise müsste alles so sein wie vorher. Jetzt ist gerade mega leise. Unter Wasser ist hier immer kein Sound. Hi, geh weg. Ich kriege heute noch genug Schaden, da bin ich mir sicher. Kabeljau, Kabeljau. Kabeljau, Sauerstoff, Hai, weg. Nur 1000? Wenn du stirbst, kostet das 1000 Bobbles. Also nicht sterben. Oha. Ja, aber 1000 Bobbles an alle. Das ist ganz schön viel. Bei den ganzen Namen, die ich heute schon lesen durfte. So, ich denke, da haben wir auch erstmal... Mann, was ist denn jetzt los mit ihm? Die ganze Zeit interessiert er sich nicht für mich. Und dann ist er doch noch gleich so ein fetter Weißer, ne? Was bist du für einer? Tigerhai. Piek. Piek. So, ich habe ihm mal einen Turboantrieb gemacht. Und jetzt bin ich schnell weg. Oha. Ich hätte ihn nicht pieken dürfen. Oha, ich blute. Ich hätte ihn nicht ärgern sollen. Das hat ihm nicht gefallen. Habe ich meine Picke dabei? Habe ich nicht. Schade. Ich würde dich sowas von wegmachen. Und jetzt bin ich weg. Tschüss. Verfolgung! Ein Jahr, 2 Monate und 18 Tage und 22 Stunden. Krass. Über ein Jahr schon, Janet. Und jetzt ich bin komplett in die falsche Richtung geschwommen. Du hast mich abgelenkt. Ich habe genug, klar. Ich muss nur noch lebend wieder in die Dings kommen. Ja, ja, sehr gut. Auf unsere Insel. Verfolgung! 5 Monate auch schon. Aber es hört sich an, ich hätte
Das wirkt so wenig. Das gibt's gar nicht. Vielen krass. Vielen krass, danke. Vielen krass, danke. Vielen Dank, krass für deinen Support, wollte ich sagen. So. Als kennen wir uns schon ewig. 1000 Bobbles, wenn ich sterbe. Da kann ich absolut mit leben. Ich werde ja nicht sterben. Das ist so das Spiel, wo ich nie sterben werde. Das hatten wir doch besprochen. So, jetzt ein Messer, wa? Warte mal, vorne. Warte. Und dann hier in der untersten. Jawohl, hier habe ich nämlich meine ganzen Werkzeuge reingepackt. So, dann kümmere ich mich eben ums Feuer. Feuer ist schon voll. Das heißt, fünfmal Fisch. Ja, ist echt so, ne? Also ich hätte, wie gesagt, wenn ich da mal so drüber nachdenke, dann ist das viel, viel länger. Ist auch erst 5 Monate, der Inka. Verrückt. Kommt mir auch viel länger vor. Aber trotzdem vielen Dank. Also das soll nicht negativ gemeint sein, ich freue mich mega, dass ihr über die ganze Zeit immer da seid. Es sind ja wirklich Namen, die immer wieder auftauchen. Und das finde ich super. Ich freue mich mega darüber. Ja, ist wirklich so, ne? Das fühlt sich ganz anders an. Das ist einfach, weil wir uns so selten sehen in der Woche. Aber mehr streamen ist leider nicht möglich. Und das möchte ich auch nicht. Also, das kann man mal zwischendurch, wenn ich mal eine Woche Urlaub hat oder wie meine Dame jetzt im Urlaub war, mal eine Woche durchziehen. Aber das wäre nichts, was ich jeden Tag bräuchte. Also, was heißt nicht bräuchte? Natürlich gefällt mir das mega und ich freue mich auch über jeden Stream, den wir gemeinsam machen können. Aber das ist einfach mega anstrengend. Wenn man nebenbei noch Familie hat mit Kindern und einen Vollzeitjob, dann das wird einfach zu viel dann irgendwann. Also das, was wir jetzt momentan machen, ist eigentlich das Maximum, was ich jemals machen werde wahrscheinlich. Zukunft wird es entscheiden. Gut, Essen ist soweit vorbereitet. Das nächste ist Pfeile für Pfeil und Bogen. Weil ich jetzt nicht genau weiß, mit was ich ihn am besten treffen werde. Wo habe ich denn? Ein paar habe ich doch. 11 hätte ich. Gib mir die mal komplett her, dann kann ich besser mitzählen. Mein Bogen ist bei 100%. Nutzt der sich gar nicht ab oder was? Den haben wir doch schon ein paar Mal benutzt. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, was kosten mich denn die Sachen? Und die Druckluftpistole machen wir natürlich auch. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein... Ich mache mal 2, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange die halten. So, jetzt schauen wir einmal in die Rezepte. Also normale Pfeile kostet einen Stock, einen Stein. Steine haben wir genug. Also wir haben jetzt schon mehr als 2 volle Haufen auf jeden Fall. Und Druckluftpistole kostet Klebeband, Leder und Stock. Und die Munition dafür, ein Stock, ein Seil. Ehrlich? Die sind ja voll günstig. Ich hatte immer voll im Hinterkopf, dass die mega teuer sind. Die Narchen ist... Hä? Wirklich? Erst 2 Monate? Funktioniert das mit dem Zählen? 2 Monate? Wir kennen uns doch schon länger als dieses Jahr, oder? Die Narche? Bist du erst in diesem Jahr dazugekommen? Ich hätte wohl schwören können, dass wir uns letztes Jahr auch schon kannten. Ach ja, ich sterbe hier gerade. Verbände müssen wir auch noch machen. Da dürfen wir nicht vergessen. Die brauchen wir in Unmengen heute. Ganz sicher. Wo habe ich denn welche? Guck mal, ich habe auch gar nicht mehr viele. Zack, einmal Verbandsrolle gegessen, schon geht's mir besser. Heilung komplett durchgezogen. Ich wäre von Januar ausgegangen, aber passt wohl so, ehrlich. Ach krass. Gut. Ich muss mir angewöhnen, mir das besser zu merken oder einfach mich weiterhin drüber freuen. Wie der Stand der Dinge ist. Okay, ich brauche auf jeden Fall jede Menge Stöcker, haben wir hier liegen. Heute machen wir Bosse weg hier, Leute. Ganze Bosse. Also erstmal ein. Zu Green Hell dazu gekommen. Okay. Ja, das könnte sein. Gefühlt ist das auch schon wieder voll lange her. Wir haben seitdem Stranded Deep, Stranded Deep gemacht und Planet Crafter und Green Hell waren ja auch einige Folgen. Ich glaube, es waren über 30 nachher sogar. Ah, krass. Es ist so schön. Und es kommen noch so geile Projekte auf uns zu. Ich habe nur immer noch überhaupt keine Idee, was ich in Starting Screen in Valheim machen soll. Ich habe keinen blassen Schimmer. Sonst habe ich immer sofort ein Bild, so, ne? Wenn ich das Projekt mache, dann mache ich das und das und dann versuche ich das so und so und
Überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das machen könnte. Ich bin schon überlegen, ob ich einfach eine Szene vorbereite, wenn ich ins Spiel starte. Hat man ja immer dies mit dem Lagerfeuer, wo die Leute dahinter sitzen, dass ich das einfach kämmen zu und so, dass man von da aus direkt losstarten kann. Einfach ohne groß Szene zu wechseln in dem Sinne, weil was anderes fällt mir echt nicht ein. Ich müsste unglaublich lange spielen und irgendwas aufbauen, um ja da eine vernünftige Starting-Screen-Szene draus zu machen. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will das ja mit euch gemeinsam entdecken. Klar, ich war jetzt schon ein paar Minuten im Spiel, um zu gucken, ob die Mods funktionieren, die ich mir ausgesucht habe. Aber im Großen und Ganzen kenne ich das Spiel einfach gar nicht. Und das will ich ja mit euch zusammen erleben. Deswegen wäre es total doof, wenn ich dafür für ein Starting-Screen jetzt schon voll lang ins Spiel gehe. So ein bisschen. Lederseil. Ach nee, ich wollte ja direkt zwei von machen, ne? Wieso habe ich das Rezept wieder nicht angepinnt? Hat sich das irgendeiner gemerkt von euch, warum ich das nicht gemacht habe? So, Druckluftflaschen habe ich zwei, oder? Toll. Ich kann es nicht sehen, weil der Baumstamm im Weg ist. Holz haben wir auf jeden Fall genug. Klebeband brauchen wir da noch einen. Nimm mal den. Stöcke haben wir auf jeden Fall genug. Achso, es wird immer nur für einen angezeigt. Ja, gut. Einmal. Puff, puff. Und nochmal. Puff, puff. Ich muss mich abkühlen. Ehrlich? Ich habe schon wieder keinen Platz im Inventar. Dann schmeiße da hin. Schmeiß die direkt dazu. So, die waren jetzt nur Stöcker und Seile. So, hier hätten wir 8. Ich weiß nicht, wie viel Munition mache ich davon. Nein, 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 nein. Kein Speer herstellen, das will ich jetzt gar nicht. Was ist das für ein Geräusch? Ist das Regen? Ach ja, jetzt sehe ich ihn auch. Aber das Geräusch war vorher da, verrückt. Okay, die Munition, das ist die Speergewehr-Munition. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir 20 Pfeile machen davon. Ja, du kannst das in der Hand nehmen. Oder jetzt einfach weiterhin fallen lassen. Ehrlich, willst du das jetzt die ganze Zeit in der Hand nehmen? Muss das sein? Dann aber auch alle. Wie viel haben wir denn jetzt? Das sind ja jetzt 6 oder so. 5 haben wir. Ne, 6. Ach, 5 ist ein Stack. Da muss ich auch so ein bisschen drauf achten. Okay, jetzt habe ich keine Seile mehr wahrscheinlich. Jetzt habe ich 10. Okay, kann ich das schon mitnehmen hier? Ja, sehr schön. Dann packe ich das schon mal hier irgendwo in eine Truhe. Was ist meine Killertruhe hier direkt hier oben, die? 1, 2... Nee, jetzt ist 10 ein Stack gewesen. Ach, ich weiß es auch nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal 10 Pfeile. Dann machen wir nochmal 10 von. Das heißt nochmal 10 Seile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es ist das perfekte Wetter für einen Bosskampf, oder? Direkt erstmal mit miesem Wetter anfangen. Nee. Warum geht's nicht? Habe ich keine Stöcker mehr? Ich habe erst 6. Ich habe wirklich keine Stöcker mehr? Wir haben aber was. Also Stöcker ist das geringste Problem hier im Spiel. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. 11. Nein. Weiß ich nicht. Sehe ich nicht, weil dieser vermaledeite Stock im Weg ist. Das gibt's doch gar nicht. Ich packe seine Truhe, zur Not stelle ich da noch welche her. Lasst sie bitte los. So, 10. Ich glaube 9. 19? Wie groß ist denn jetzt so ein Stack? Reichen uns 20 Schuss? Dankeschön, Dieter. Gut mitgezählt, du hast vollkommen recht. Tatsächlich. 20 Schuss, 2 Pistolen, also 2x Gewehre und 2x Gewehrmunition. 20 Gewehrmunition. Und jetzt würde ich Pfeil und Bogen, mache ich noch einen zweiten Bogen. Brauchen wir, glaube ich, auch noch ein Seil für. Ja. Und dann auch 20 Pfeile. 11 waren da drin, ne? Ich kann es mir einfach nicht merken. Nein, da ist gar nichts drin. Die habe ich im Inventar. 11, ja. Dann mache ich noch 9 Pfeile. Mit 40 Schuss kommen wir da hin. Erst muss ich mit Picke machen. Wahrscheinlich reicht das im Leben nicht.
Oder ich brauche nur 5 Schuss oder irgendwie sowas. Das ist immer, entweder man hat viel zu viel oder einfach viel zu wenig. Das war mit Steinen, genau. Also ich muss jedes Mal so ein Ding machen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das hat genau mit den Stöckern gereicht, die ich habe. Wie geil ist das denn? Lieber haben als brauchen. Ja, aber ich will jetzt auch nicht Hunderte machen. Wäre 100 nicht übertrieben? Ich meine, von den Steinpfeilen kann ich wohl noch mehr. Obwohl, die, ob sie jetzt ein Seil und ein Stock oder ein Stein und ein Stock. Also im Endeffekt. Ich glaube, mit dem Bogen kann ich aber besser umgehen. Hä? Wieso willst du das da nicht reinpacken? Jetzt. Ich habe es irgendwie nicht richtig getroffen. Hase, ich grüße dich, Hase! Rufzeichen, Daumen, Hase. Und ich habe meine Tastaturbeleuchtung ausgemacht, na toll. So, wollen wir mal gleich sehen. Wenn ich jetzt gewinne, gewinne ich auch locker gegen den Boss. Oha, krass. Danke sehr. Vielen Dank für deine Bobbles. Ich werde gut drauf aufpassen, versprochen. Und schön, dass du da bist. Willkommen. Es ist stockdunkel. Was ist mit meinen Lampen los? Ist noch nicht die Zeit oder was? Da, jetzt. Jetzt ist angegangen. Und da hinten könnt ihr es sehen. Wir haben letzte Mal im Stream eine gefunden. Da habe ich sie hin platziert. Also das Haus würde ich gerne mit Lampen, wenn wir welche finden, auch noch ein bisschen mehr ausleuchten. Wir schauen mal über kurz oder lang auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern. So. Mal trinken. Dann ist das fast voll. Regnet ja jetzt voll, dann nehme ich mir mal hier eine Schwarte raus. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch Heilung machen. Verbrauchsgegenstände, Verbandage. Was ist Gatze, Leute? Ganz ehrlich, was ist Gatze? Ich habe keine Ahnung. Oder Gase oder Gas. Ich habe keine Ahnung, was soll es sein? Da steht nur Gasse. Da steht nicht bei, was es kann. Hey, Abwehrmittel. Nee, hier, Gasse. Weiß irgendeiner zufällig, was das sein soll? Gegengift erklärt sich alles, aber was ist denn Gasse? Aloe Salbe. Bandagen werden ich auf jeden Fall einige machen. So, das heißt Popolappen. Lappen. Ja, die machen wir, nehmen wir einfach komplett. Und Seil. Aber kann sich irgendeiner erklären? Was Gasse ist, Gaze, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich hätte googeln können, das kann man bestimmt bei Google wohl nachgucken, aber ich habe auch nicht mehr dran gedacht. Zu Wundbehandlung. Gleich Blick. Also da ist die Erklärung mit Wundbehandlung, glaube ich, besser. Oder es gibt den Nachtsicht, das kann natürlich auch sein. So, ich hätte noch zweimal Popolappen, die werde ich jetzt einfach komplett verwenden. Wir können sie ja auch herstellen. Also wenn wir noch Lappen brauchen, dann haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Verband dabei. 4, 8, 9, 10 Stück. Das ist so eine schöne Zahl, die nehmen wir, oder? Packe ich hier auch mal in unsere Kampftruhe. Nee, die kriege ich da gar nicht alle rein. Dann nehme ich die Truhe da drunter. Wir müssen ja auch gucken, was wir überhaupt alle mitkriegen. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht von meinem Gegengift... Ach, guck mal, genau, das habe ich nämlich hergestellt. Das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber hier steht tatsächlich... Doch, hier steht was bei. Um Blutung zu stoppen. Ach, guck. Verbandmaterial nicht mit einem offenen Wunde verklebt. Mull wird in Windeln, Verbänden und Reinigen müssen sorgfältig und Keimtöten verwendet. Ach, krass. Und das weiß der Cezanne alles so, das hat er nicht gegoogelt. Das weiß der einfach, weil der ein intelligenter Mensch ist. Krass, vielen Dank für die Info. Ey, hier steht's auch dabei. Natürliche Gasse. Doch, 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 kannst du ruhig so sagen. Das hätte dir jetzt jeder geglaubt.
Ihr kennt sofort den Glauben, warum nicht? Also ich werde da wahrscheinlich kein Gegengift für brauchen, aber das hier würde ich da gerne mit reinpacken. Gather. So. Soweit, so gut. Wir haben jetzt Munition, wir haben Bögen oder Gewehre. Wir haben 12 Verbände, wir haben 2x Gase. Ah, vielen Dank für die ganze Liebe im Chat. Liebe kann man einfach nicht genug haben. Da kann man... Ich bin doch nicht Mediziner. Doch, doch, doch. Das ist nur ein Hobby von dir. Du kannst da ruhig zustehen. Das ist doch nichts Schlimmes. Guck mal hier. Genau, das hatte ich nämlich letzte Mal... Der Witz war, dass ich es durch Zufall gemacht habe. Was wollte ich denn machen? Ich wollte aus den Pipi-Pflanzen, die ich habe, nämlich jede Menge Verbände machen und hatte zufälligerweise beide Früchte im Inventar, weil ich hier gerade abgefarmt hatte, wie man sieht. Deswegen, und da man das auch einfach diese beiden Früchte und eine Dingsflasche braucht, hier so einen Kokosnuss-Bidon, ja, benötigt, war das auf einmal fertig. So, hä? Was habe ich denn da gemacht? Und wofür ist es? Ich habe mir das gar nicht durchgelesen. Ich wusste nicht, dass das dabei steht. Weil ich habe es dann in den Rezepten nachgeguckt und da steht einfach gar nichts, ne? Also, dass hier in den Rezepten einfach nichts dabei steht, ist schon witzig. Sonst können wir nichts machen, ne? Verbände haben wir ja, Gürtel bringt uns alle nichts. Schnellmenü, das habe ich eh nie verstanden, wie das funktioniert. War auch nicht so effektiv. Wir haben es ja auch im Multiplayer schon probiert, benutzt auch. Aber das war nicht so effektiv, wie man gerne hätte. Sonst habe ich auch keine Waffe. Ich würde noch einen Steinspeer, würde ich mir auf jeden Fall nochmal neu machen. Diesen. Verfeinerter Speer, genau. Ja, und sonst kann ich den nur noch mit Ziegelabfall bewerfen anscheinend. Okay, ich brauche einen normalen Speer, ich brauche einen Stein und ein Lederseil. Das heißt, wir nehmen uns einen Stock. Wir machen einen Speer. Wir nehmen uns ein Lederseil. Wir machen uns so ein Steinding. Nee, falsch. Nein, einfach das falsche Menü. So. Und haben dann direkt einen verbesserten Speer. Den haben wir dann auch nochmal in 100%. Ich weiß nicht, ob jetzt in den Truhen noch einer drin ist. Aber den würde ich auf jeden Fall gleich noch mitnehmen. Allein als Waffe. So für den Notfall, wenn ich alles andere verschossen habe, weil ich ständig Panik habe. So, und ich würde auch versuchen, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das letzte Mal war das ja so, dass wir unser Floß recht weit weggestellt haben. Und dann den Rest rübergeschwommen sind, weil irgendwo ist ein untergegangenes irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ein Schiff, ein U-Boot, irgendwas war da untergegangen. Und an der Stelle spawnt auch der Chef oder der Boss. Ja, ich würde versuchen, mit meinem Floß dahin zu kommen, damit wir diese Lampe hier vielleicht verwenden können, um unter Wasser ein bisschen was zu sehen. Das wird nämlich unser Hauptproblem sein, vermute ich. Und Speicher natürlich auch. Auf jeden Fall. Ansonsten würde ich vielleicht eine Lampe opfern oder wenigstens mitnehmen und die da vor Ort platzieren. Denn so einen gewissen Leuchtradius haben die ja. Wie gesagt, ich kenne es halt nur im Multiplayer, wie wir es hatten. Da hatten wir mehr Glück als Verstand, würde ich mal so sagen, dass wir den recht easy geschafft haben. Und Wasser braucht natürlich. Ja, Wasser braucht die gute Frau. Das ist aber Inge hier. Ich speichere auf jeden Fall. Ich würde auch nochmal schlafen. Ich weiß, es ist gleich beim Bosskampf sowieso dunkel, aber der Weg dahin kann ja ruhig hell sein. Bob Wasser. Ja, Prost. Habe ich irgendeinen Hut, den ich aufsetzen muss, wenn ich gleich einen Boss bekämpfe? Habe ich einen Bosshut? Welchen Hut von den Hüten würdet ihr als Bosshut empfehlen? Warte mal, ich hau nochmal den Link raus. Wo ist er? Hüte, da, schaut euch mal durch. Ich meine, das ist natürlich, ne? Das ist eher so abschreckend, wegrennend, schreiend. Das ist eher so, wenn man den Boss machen will, aber dann lieber flüchtet. Dann wäre das jetzt der richtige. Den Bauhelm, ja. Da müsste ich aber eigentlich schon den roten nehmen, ne? Der wirkt noch ein bisschen bedrohlicher, finde ich. Grauer Hasi, Lolli, so ist es, ich grüße dich. Ja, die ist einfach viel lauter als die andere. Nee, das, was Dieter sagt. Captain-Hut. Ja. Captain Chaos wäre eigentlich perfekt, ne? Sobald wir gleich da sind, gibt es den Captain-Hut. Der ist auch ein bisschen wärmer als dieser hier. Baldraben, moin! Und den Captain!
Alter, ich grüße auch dich. Schön, dass du da bist. Willkommen auch an dich. Grauasi, jawoll. Versuche ich jetzt auch am Wochenende dran zu denken. Ich schreibe es mir eben auf die To-Do-Liste. Ich kenne mich, ja. Habe mir extra eine neue Seite aufgeschlagen. Hasi, Hut. Auf Liste. Damit er offiziell auch zur Auswahl steht. Daumen Azur Cezanne von Jeanette. Ich drücke euch die Daumen. Viel Erfolg. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. So, es wird langsam hell. Wir verpflegen uns noch einmal. Ein bisschen Essen würde ich auch mitnehmen. Ich nehme einfach alles hier raus, oder? So, die Wasserdistillen. Die Wasserdistillen sind auf dem Boot sind voll. Alle vier. So, das hier rein. Das nehmen wir mit. Muss ich sonst noch irgendwas mitnehmen? Wir haben gespeichert. Wir haben gepennt. Wir haben gespeichert, oder? Ich speichere lieber nochmal schnell. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich gespeichert habe. So, komm mal mit hier. Achso, nee. So steht das Floß auch wirklich perfekt, ne? Perfekt an den Steg angelehnt. Sind alle Segel hoch? Ja, sehr gut. Auf was man hier alle achten muss. Seid ihr soweit, Leute? Jetzt geht das los. Jetzt geht das hier um... also es ist jetzt kein Spaß mehr, das Spiel. Jetzt wird es hier ernst. So. Essen packe ich mal hier unten rein. Mein Messer, ja. Das wird dem am wenigsten gefallen, wenn ich hier mit dem Messer auf den zurenne. Dann würde ich jetzt hier auch nochmal das Trinken rausnehmen und pack das hier unten zu meinem Essen. So. Seid ihr soweit? Auf in den Kampf. Ok, ok, jetzt. Ok, ok, ist so gut. Ich weiß gar nicht mehr. Das war irgendein Bild. Genau, das war eine Frau, die, glaube ich, beim Football dabei war und die das Schild einfach falsch rumgehalten hat, ne? Ok, ok. Kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Das war mega gut. Das ist ja genau mein Humor. Ich bin auch derjenige, der das absolut nicht falsch rumhält. Moinsen! Aus Spaß wurde Ernst und Ernst ist jetzt 3 Jahre alt. Das ist so. Das ist so. Skyman, schön, dass du da bist. Willkommen! Ich vertue mich immer. Also, was heißt vertue mich? Ich war mir schon fast sicher, dass ich dich schon begrüßt habe. Aber es ist Pizzaman und Skyman, die auch noch dieselbe Farbe haben. Das ist natürlich Herausforderung für mein Gehirn, sowas, ne? Es ist einfach so. Da mache ich mir nichts vor. Nee, zu dem will ich nicht. Ich will erstmal einen Boss, den ich kenne. Das wäre da hinten irgendwo. Wenn ich jetzt Lollis Lieblingshut schreibe und du sagst den falschen und... Hä, was? Wenn ich jetzt Lollis Lieblingshut schreibe und du setzt den falschen auf, kriege ich Wobbles von dir? Ist das nicht Lollis Lieblingshut? Nee, ihr müsst ja die richtige Bezeichnung nehmen. Dafür habe ich es ja für euch extra so hinterlegt. Ihr müsst es genauso nennen, sonst ist der Hut nicht zur Verfügung. Boah, ihr wollt mich nicht noch mehr herausfordern hier. Oh ja, das klingt gut. Dies hier als Lollis Lieblingshut. Oh Gott. Ich muss mir das merken, das ist euch klar, ne? Ich kann nicht lesen. Deswegen sind da Bilder. Und unter den Bildern sind Texte. Die brauchst du nur markieren. Du brauchst das nicht können. Du klickst es an, markierst es, kopierst es. Ja? Entweder mit rechter Maustaste kopieren oder mit STRG, C und V. Dann kannst du das einfach einfügen in den Chat. Das habe ich extra einfach für euch gemacht. Bob Horn, bitte! Ist Bosskampf Bankraub? Jo, Bosskampf Bankraub Horn. Jawoll. Wir sind ein super Team. Zusammen kriegen wir das locker hin hier. Auf der 8. Fahr ich... Nee. Ich glaube nicht. Guck mal, jetzt sind wir einmal um unsere Insel geschippert. Auch man kann hier unser geiles Clubhaus immer noch sehen. Das freut mich mega. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich kann dir in der Verzweiflung stürzen, wie doof ich bin. Ich kann dich in die Verzweiflung stürzen, wie doof ich bin. Aber lassen wir das jetzt. Was? Nein. Das glaube ich nicht. Ich kann das toppen. Vertrau mir da.
So, mit Vollgas in den Kampf. Wir rammen den einfach. Und zack, fertig mit dem Boss. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es heute läuft. Ihr müsst alle die Daumen drücken. Bankraub erst in 13 Minuten. Okay. Ich habe einfach beides gedrückt. Challenge accepted. Nochmal 100 Bobbles für euch. 69 Tage. Wenn das nicht ein perfektes Zeichen ist, um einen Boss zu legen. Wenn ich das, ich wollte jetzt fast flachlegen sagen, aber... Ja. Er liegt bis Tag 70, hoffentlich. Es sei denn, ich fahre in die richtige Richtung. Ja, es wirkt tatsächlich nicht verkehrt. Müsste vielleicht noch ein bisschen weiter rechts rüber. Und irgendwann müssten wir dieses komische Boot-Ding... Oder es kommt wirklich nur nachts, das weiß ich jetzt nicht. Im Idealfall würden wir den gerne tagsüber machen, ne? Das war ja so ein Metallding, was so aus dem Boden oder aus dem Wasser rausguckte. Sind wir noch ungefähr richtig? Wir fahren da perfekt drauf zu. Sieht man schon irgendwas? Da ist es. Oder? Ist es das? Es sieht so ein bisschen so aus. Der Kellner, moin, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Also Bob, was soll ich machen? Es hat sich so ergeben. Darf ich das einfach so sagen? Ich glaube, das ist es. Ich muss nur passend ankern. Moin, klitzeklein Moment. Oh, yo. Der große Abaya. Oh, ein Glück habe ich jetzt den Anker gezogen, wa? Sei es, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen auch an dich. Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ich habe sonst niemanden überlesen. Dein Bild flackert aber böse. Welches Bild? Mein Stream? Bei mir sieht er total gut aus. Also, so wie er sein sollte, müsste, könnte, dürfte. Ist das so? Sehen das andere auch so? Also bei mir sieht, wenn ich das jetzt sehe im OBS, sieht es einwandfrei aus. Nö. Also ich kann das jetzt von meiner Seite nicht bestätigen, sonst haut gerne Infos raus. Ja. Dann versuche ich was zu ändern. Ah, jetzt. Okay. Prüf mal deine Verkabelung. Alles gut, alles gut. Es kann ja sein. Also gerade eine neue Webcam, gestern erst bekommen. Heute schnell eingerichtet, so schnell wie es ging. Ja, also momentan bin ich da noch mega begeistert von, muss ich sagen. Also ich sehe jetzt hier neben mir minimalen kleinen grünen Strich. Also ich muss da auf jeden Fall noch nacharbeiten. Aber dafür, dass ich ungefähr 10 Minuten Zeit hatte, die einzurichten, finde ich, ist das Bild schon echt top. Alles klar bei mir, dein Bild. Das hört sich gut an. Okay. Ja, weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Wie gesagt, also wenn irgendwas ist, immer direkt raushauen. Wir werden da eine Lösung für finden, im Idealfall. Ich muss da noch näher ran, oder? Wir fahren noch mal ein bisschen. Boah. Hier mal ruhig anecken. Für mich wird das in Ordnung. Hauptsache, der macht das auch mit. So, Segel wieder hoch. Aber letztes Mal war das irgendwie, dass der spawnt oder so, ne? Ich weiß, ich habe das auch letztes Mal mit diesem gelben Punkt nicht verstanden. Ist der in der Richtung? Kommt der von da? Muss ich da hin? Er ist direkt unter mir. Aber wenn, dann bewegt er sich nicht. Oder musste ich da rein den hochlocken? Hm, ich weiß nicht mehr. Ich hätte mich vielleicht vorher mal ausrüsten sollen. Ich nehme jetzt mal erstmal die hier... Kann ich einfach alles mitnehmen? Das wäre der Idealfall. Und am besten noch mindestens ein Stackverbände. Ja, kriegen wir aber hin. Hab jetzt Wasser mit mir.
Also, wenn es nicht sein muss, muss es nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, es war wirklich so, dass wir den einmal anlocken mussten. Dann war der an der Wasseroberfläche, ne? So, ich muss euch eben einmal noch perfekt vorbereiten hier. Wow, was ich alle mitnehmen kann. Guck mal. Easy. Ich bewerf den einfach. Allein das überlebt der nicht. Habe ich noch? Ich habe noch einen 100er Speer. So, mein großer Abaya. Hä? Schätzelein. Wo habe ich mein Bett? Ich kann ja auch nochmal eben Bett hinschmeißen und vielleicht hier nochmal absafen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir heute einen Todesfall dazu bekommen. Dann brauche ich nämlich nochmal herschippern. Pack mal die eben da rein. Dann eben einmal das Bett. Das Bett einmal hier hingeschmissen. Du kannst hier nicht speichern. Alles klar. Schade. Das wäre schön gewesen. So, das hatte ich da reingeschmissen. Uns geht soweit ganz okay. Seid ihr soweit? Achso, warte. Ich muss den Kampfhut aufsetzen. Captain Bob. Captain Chaos quasi. Ich sehe wirklich komplett anders aus mit der Cam, ne? Echt verrückt. Aber die verschwindet ein bisschen. Guck mal. Aha. Okay. Ist jetzt nicht so dramatisch. Aber da können wir auch nochmal bei. Das ist gut. Das sind alles Erfahrungswerte, an die wir uns erstmal anpassen müssen. Gut, ich würde jetzt runterschwimmen. Wisst ihr, was ich nicht mitgenommen habe? Eine Taucherflasche. Die habe ich nicht mitgenommen. Verdammt. An alles gedacht. So, mein großer Abaya, wo bist du? Alles klar, ich glaube, da ist er. Ich kann nicht schießen. Habe ich ihn getroffen? Hat ihm nicht gefallen. Hat ihm nicht gefallen. Hat ihm nicht gefallen. Der hat mich... Ich muss ja zugeben, der hat mich ein bisschen erschrocken. Als er da auf einmal rausgejumpt ist. Nun geh doch mal hoch da. Junge, Mädchen. Sie will nicht. Alter. Junge, wie soll ich denn so schnell reagieren? Alter, der gibt einem aber richtig. Das ist ja unfassbar. Muss ich mich schon heilen? Nö, will noch kein Verband essen, die Gute. Aber ich glaube, ich habe den schon das ein oder andere Mal getroffen. Naja, also viel ist noch nicht weg da oben am Leben. Junge! Wo bist du? Aber so im Hellen ist besser. Echt jetzt? Ehrlich? Ich habe 69 Tage überlebt. Mütze und Hemd passen gut zusammen, Herr Captain. Lolli fällt um, oh Mann. Alter Schwede. Drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren. Aber wo? Ehrlich? Ich bin raus aus dem Spiel? Das war's. Spielende. Wir haben ja mit Permadeath gehabt. Das wäre richtig übel jetzt. Ja, Pech gehabt. Jetzt kannst du mal von vorne anfangen. Nein, haben wir nicht aktiviert. Haben wir von Anfang an gesagt, das wird nicht funktionieren. Tag 70. Wir haben 69 Tage überlebt. Wir sind jetzt in Tag 70. Mhm. Alles klar. Es ist alles noch da. Okay. Ich bin überfragt. Also Verbände hätte ich nicht nehmen können. Also hatte nicht genommen. Wollte sie nicht. Wie heile ich mich denn dann hoch? Oh, Chance, die Taucherausrüstung mitzunehmen. Also Taucherflasche auf jeden Fall. 1:0 für die Muräne. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein ganz kleines bisschen traurig, muss ich sagen. Ich habe gehofft, wir schaffen das ganze Spiel ohne einen Tod. Aber ich finde dafür, dass wir jetzt 69 Tage ohne Tod überlebt haben,
Das ist auch schon eine ziemlich krasse Nummer für ein Survival-Spiel. Ich muss mal eben schauen. Ich würde nämlich mal eben Bett aufbauen. Es ist völlig egal. Also keine Insel ist dichter dran als diese hier. Also sie sind alle gleich weit weg. Es macht überhaupt keinen Unterschied, auf einer anderen Insel zu speichern. Ich schaue nur jetzt mal eben auf den Kompass, damit ich mir direkt mal merken kann, in welche Richtung ich muss. So. Das ist quasi von hier Richtung Norden. Es wäre aber... Nordwesten, richtig? Also Westen, Nordwesten, so. West, Nordwest. West, Nordwest. Das wäre ungefähr so. Sag mal so. So müssen wir, glaube ich, fahren. Ja, toll. Wir haben gar keinen Anhaltspunkt. Naja, gut, der Wille war da. Man hat wirklich nichts, ne? Magst du den Todescounter aktivieren? Meinst du, das lohnt sich? Meinst du, ich schaffe den jetzt nicht beim zweiten Versuch? Lass uns kurz schauen. Der Todescounter steht noch auf 46. Ich mag auch gar nicht sagen, welches Spiel das war. Es war ein ziemlich krasses Ballerspiel. Nein, war es nicht. Okay. Das kriegen wir bis dato auf jeden Fall hin. Counter. Einmal auf 0. Auf 0. Falsche Tastatur. So, das hat er jetzt aber mit Sicherheit nicht übernommen. Bei mir steht der Counter tatsächlich auf 0-0. 0-0 vor allen Dingen. So, jetzt muss ich einmal Counter hinzufügen. Das geht da. Und einmal Counter wieder zurück. Ah ne, 1 wäre ja richtig. 1 wäre ja richtig. So können wir es ja quasi lassen. So, OBS ist da, Chatty ist da. Okay, das funktioniert schon mal. Aber immer noch mit der Hoffnung, dass ich es jetzt einfach schaffe. Dass das jetzt einfach kein Problem ist. Das zweite Mal Boss und der ist weg. Ne? So ist mein Plan. Ich weiß ja jetzt auch, was auf mich zukommt. Ist ja nicht so, als ob ich es beim ersten Mal nicht gewusst hätte. Das war Visage voller Schlüpper Edition. Aber Visage war echt gut. Also es hat echt Spaß gemacht. Also was heißt Spaß? Es hat richtig gut gegruselt. Hat mir gut gefallen. So ein paar Punkte, wo man... Ja gut, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich teilweise ein bisschen depperter rumgerannt bin. Das will ich ja nicht abstreiten, aber... So ein paar Punkte, dass man mehr weiß, wie geht's weiter? Was muss ich jetzt machen? Das war immer so ein bisschen... Irgendwie besser ausweichen. Ich habe versucht, zur Seite zu gehen, aber der springt dich halt direkt an. Mein Spiel war es nicht, aber zuzusehen hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ja, wie gesagt, Horror ist ja sowieso, da sind ganz viele Menschen. Gerade sind wir in Tag 70 gestartet, wir sind jetzt in Tag 69. Alles klar. Okay. Es geht zurück. Bis auf Tag 1. Ja, aber Horrorspielen ist das sowieso mega Unterschied. Die einen sagen, geht gar nicht, die anderen voll geil und beste überhaupt. Also, das ist ja genauso wie bei Ballerspielen ja auch. Also, Ballerspiele sind für mich ja zum Beispiel gar nichts. Ne? Und da ist ja, ist einfach Geschmackssache. Ist einfach so. Manche mögen das Spiel, manche nicht. Bei mir ist es einfach eine Hassliebe. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also, ich mache das unglaublich gern, aber ich grusel mich teilweise auch echt mega vor total lächerlichen Sachen. Was bestimmt nicht aufgefallen ist. So. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich auf meinem Boot ein bisschen safe bin. Das war eigentlich meine Hoffnung. Aber das Schöne ist, dass man den auch im Hellen bekämpfen kann. Und dass wir jetzt so eine passende Zeit hier ankommen. Dikrosabaya. Unter Wasser wird mir wahrscheinlich auch nicht helfen, ne? Dass ich den im Wasser vielleicht besser bekämpfen kann. Dann springt er einen vielleicht nicht so an. So, ich bin wieder perfekt vorbereitet. Ich habe einen Kompass, um zu bekämpfen. Sonst gar nichts. Da wollte ich hin. Kompass wieder rein. Druckflaschen brauchen wir, glaube ich, erst später. Um den Loot einzusammeln hier. Messer kann hier auch rein. Essen nochmal was. Essen ist voll.
packe ich hier unten rein. So, ich probiere es jetzt gleich mal mit dem Wundheil, was weiß der Geier. Wir hatten letztes Mal das Glück, dass er nicht aufgetaucht. Also am Anfang ist er uns angesprungen, aber dann nicht mehr irgendwie. Dann ist er einfach im Wasser um uns drum herum gekreist. Mit der Hoffnung, dass er das heute auch so macht. Okay, wir müssen den erst wieder anlocken. Ich trinke nochmal. Ist einfach so gut vorbereitet, bis dies geht, Fräulein. So, dann atmen wir noch ein, zwei Mal ganz entspannt durch. Ich mag jetzt mal demnächst Second Edition ran, obwohl ich Ego-Shooter gar nicht mag. Aber mal probieren, okay. Es gibt so Tage, da habe ich Bock zu ballern. Das muss ich wirklich sagen. Habe ich einfach. Und damit ist Ego-Shooter gemeint, Leute. Nicht, was ihr wieder denkt. Es ist nur in euren Köpfen so. So, und Schalima, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen auch dir. Einen schönen guten Abend. Also weiß ich nicht, warum. Ab und zu habe ich das. Aber das ist bei mir, das kann nach 10 Minuten weg sein. Das ist eins von denen, die gerade bei Epic gratis da sind. Ach, guck an. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass es vielleicht was für dich ist. Also wir haben ja auch schon mal, haben wir auch tatsächlich im Stream schon gemacht, World War Z zum Beispiel. War gar nicht schlecht, hat wohl gebockt, aber es wäre nichts, was ich, wo ich so richtig durchzucken müsste. Geht mir genauso. Okay. Haben wir gerade probiert. Wir können es hier leider nicht platzieren. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon ausgelöst ist, ob es deswegen nicht geht. Oder ob es generell auf dem Floß nicht geht. Ich kann es nicht nehmen, weil mein Inventar randvoll ist. Doch, kann ich wohl. Was habe ich denn jetzt in meiner Tasche? So. Es geht nicht. Du kannst hier nicht speichern, steht da. Leider nicht, das wäre super. Der Weg ist glücklicherweise nicht so weit hierhin. Ich habe jetzt 8 mal Verbände dabei. Ich habe ein bisschen Gatze dabei. Ich weiß auch nicht, was macht denn wo mehr Schaden. Ich vermute mal das Ding, ne? Wenn ich denn dann treffe. Ach, das ist so ein altes Kriegsschiff. Direkt eingegeben. Und noch ein. Und noch ein. Hat er nicht mitgerechnet, dass ich einfach unter Wasser bleibe und ihm hinterher schwimme. Hier. Oh Gott. Hey, das war gar nicht schlecht. Ich mach den weg wie nix. Ich muss so zwischendurch Sauerstoff tanken. Verdammt. Guck mal. Der ist Geschichte. Nein, er frisst mich. Er frisst mich. Hör auf mich zu fressen. Oh nein, ich blute. Lass mich los. Ich will nicht gefressen werden. Jetzt mich schon wieder. Hör auf mich zu fressen. Ich will nicht gefressen werden. Jetzt, mein Freund. Ja. Ja. Nein, nicht immer umdrehen. Nein, nein. Was war das? Oh, 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 oh. Das ist gar nicht schlecht. Es läuft gerade. Oh nein, er ist schon wieder vor uns. Also unter Wasser ist der... Der springt einen auf jeden Fall nicht so an. Ich habe hier keine Munition mehr? Oh Gott, Leute. Okay, der hat uns nur 2 mal erwischt. Ich bin gestorben. Schade. Aber das ist schon gar nicht so schlecht gelaufen. Ich habe nur zu wenig Munition. Glaube ich. Waren das schon 20 Schuss? Krass, dann brauchen wir ja locker 100. Okay, Spiel fortsetzen. Wir schaffen das. Ich bin da guter Dinge. Ein bisschen Übung, was das Ausweichen angeht. Counter, absolut. Counter erhöhen. Da haben wir die 2, sehr schön. Vielen Dank für die Info. Achso, wenn ich gestorben bin, 1000 haben wir gesagt, ne? Gott, ich hoffe, ich sterbe heute nicht mehr so häufig. Das kann sich ja kein Mensch leisten. Du denkst zu klein, Bob. Ich glaube nicht, dass wir das letzte Mal 20 Schuss mit hatten.
Ich weiß auch nicht, ob... Wäre es mit dem Bogen besser? Ich treffe den unter Wasser ganz gut mit dem Ding. Das muss man wirklich sagen. Ja, erstmal was. Das packst du hier unten rein. Das Messer erstmal hier rein. Ich könnte es natürlich auch mit der Steinpicke probieren. Bin mir nicht sicher, was da am sinnvollsten ist. So, Bob und Chat, ich mache mich auf die Couch. Der Schlaf heute Mittag am Arbeitsplatz hat nicht gereicht. Oh Gott, das tut mir leid zu hören. Ich wünsche auf jeden Fall eine angenehme Ruhe auf der Couch. Erhol dich gut. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Ich mache auf jeden Fall noch Munition. Das waren ja nur Seile, richtig? Seile und Stöcker. Macht die was? Hä? Was war das denn jetzt? Die macht nix. Versteht nicht. Ich kann das doch sonst auch im Schnellmenü einfach. Letztes Mal wart ihr zu zweit, ja. Aber der hat uns letztes Mal auch, ist ja auch nicht angesprungen. Wir konnten den einfach von oberhalb abballern. Und du meinst, wenn man zu zweit ist, braucht man weniger Munition? Das glaube ich nicht. Wir haben ja nicht beide geballert. Das hat ja nur einer geschossen. Das ist definitiv anders gewesen. Ich habe ja nur die Lampe gehalten. 4, 8. Also ich würde jetzt mindestens 40 Schuss machen. Weil ganz grob die Hälfte hatten wir, glaube ich, weg. Würde ich vermuten. Genau, habe ich nicht drauf geachtet, aber ich würde das mal ganz grob schätzen. Und dann vielleicht mal Hilo probieren. Ich habe gedacht, es wäre noch nicht so schlimm, weil er uns so zweimal erwischt hat. Meine Augen riechen nach Kokosnuss. Wie kannst du denn an deinen eigenen Augen riechen? Das finde ich interessant. Ja. Mein Schätzchen guckt auch gerade ganz komisch. Die will auch ihre Augen nach Kokosnuss riechen haben. Nicht? Nein, die schüttelt mit dem Kopf. So. Mit Sicherheit sehen wir uns bald wieder. Ich freue mich mega. Dankeschön. Also jetzt mein Inventar wieder so voll, dass es wieder nicht geht. Das heißt, wir schmeißen die 4 hier weg. Nee. Gut, wenn du noch kannst, mach noch ein Seil raus. Das wäre auch okay. Das geht wieder nicht. Warum steht denn da jetzt nicht, dass ein Pfeil oder eine Munition deinem Rucksack hinzugefügt wurde? Das tut es doch sonst. So, es geht jetzt nicht, weil wir keine Stöcker mehr haben. Das haue ich jetzt komplett weg. Abschminktücher mit Kokosaroma. Ach Gott, was das alle gibt. Leute, Leute, Leute. Bobbel will keine Kokosnussaugen. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Die habe ich ganz komisch angeguckt, als ich das gesagt habe. Und da sagen die Leute, ich bin verrückt. Wer sagt das? Also, wenn ich da einen erwische. Tag 69, Leute. Zum dritten Mal. Nein, ich wollte die Stöcker. Da muss ich einen in Hand nehmen. So. Dahin packen. So. Jetzt nehmen wir die ganzen Pfeile noch mit hier. Aber dann mit dem Ausweichen hat schon gut geklappt. Also zumindest am Ende. So, wie viel haben wir denn jetzt noch? 18, 19 und nur einmal 20. Ja, das sind fast 40, ne? Würde ich mal so ganz grob schätzen. Nimm mal den raus, dann passen da auch noch die Pfeile rein. So. Den hier rein.
Trinken und so haben wir genug. Ich speichere jetzt nochmal ab, dann bräuchte ich das nicht immer wieder machen. Speichern. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht dafür gesorgt haben, dass gleich dunkel ist, wenn wir wieder ankommen. Das wäre total doof. Mit, kleines Los. Komm mit. Komm. Oh, bin so schwer heute. Bestimmt durch die ganzen Pfeile. Ah ne, müssen wir erstmal ein Segel aktivieren, sonst passiert hier gar nichts, ne? Ich hänge noch irgendwie fest am Stein hier. Ich wollte jetzt gerade runterspringen einfach. Oh, jetzt aber. Der Weg wird kein leichter sein. Der Weg ist steinig und schwer. Aber das haben wir immer gewusst. Ach Gott. Leute, jetzt machen wir ihn weg. Weg. Hauen wir den jetzt. Mhm. Der erste Lauf war mies. Der zweite war geht so. Und jetzt wird es der Run unseres Lebens. Wahrscheinlich beim ersten bist du direkt tot. Das würde wieder ganz an mir klingen. Sowieso richtig. Ja, ein bisschen müssen wir, glaube ich, noch. Ich würde sagen, ungefähr so. Mal ein bisschen schneller, damit er direkt weiß, jetzt geht's richtig ab hier. Es wird dunkel. Warum wird es denn jetzt dunkel? Es ist 10.42 Uhr. Das ist nur Mistwetter, würde ich sagen. Wenn es hier um 10.42 Uhr dunkel wird, dann haben wir echt ein Problem im Spiel. Es ist einfach nur mieser Wellengang. Das stört mich jetzt unter... Ja doch, dann ist die Sicht auch nicht so viel besser, ne? Glücklicherweise kommt er ja erst, wenn ich wirklich zu dem runtertauche. Vorher passiert ja gar nichts. Das ist ja schon mal viel wert. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es jetzt läuft. Es kann nur schlechter werden. Los, Leute, auf euch. Seht ihr schon? Ich sehe es noch nicht. Fahren wir richtig? Wir fahren da wieder schnurstracks drauf zu. Der muss sich doch von uns bedroht fühlen. So aggressiv, wie wir auf den zufahren. Aber unter Wasser ist definitiv besser. Man kann recht schnell wieder auftauchen, wenn man ziemlich dicht unter der Wasseroberfläche bleibt. Irgendwie kann ich da besser ausweichen. Ja, ein bisschen weiter rechts und dann sind wir schon da. Hab's gerade gesehen. So ist perfekt. Dann kommen wir wieder perfekt. Gott, und das ist der... Ich weiß ja nicht, vielleicht ist doch der schwerste. Aber ich behaupte mal, wenn das so dicht von unserer Startinsel ist, dass es nicht der schwerste Endgegner ist. Wir werden sehen. Wir werden ihn schaffen. So schnell geben wir nicht auf. Seid ihr alle optimistisch? Könnt ihr das vielleicht mal in den Chat schreiben? Diesmal schaffst du es, Bob. Wir glauben an dich. Irgendwie positives Feedback wäre super. Was ist denn los mit euch? Die Uhr warnt frühzeitig. Das habe ich jetzt erst gelesen. Du meinst das Piepen? So. Ich will auch mal hier ein bisschen weiter rum, wenn es geht. Es bringt ja auch überhaupt nichts, an Land zu gehen. Mit der Hoffnung, dass das Heck irgendwie weit genug weg ist. Ich bin nämlich genau über dem Schiff, ne? So, dass man vielleicht irgendwo am Floß... Ich sag mal so, wenn ich jetzt so in die letzte Ecke gehe und recht weit weg von dem Ding bin, dass ich da vielleicht mal 2 Minuten Ruhe habe, um Verband zu nehmen oder irgendwas. Hilft uns alle nicht. Also wenn ich das nicht falsch versehe, dann ist so, müsste das Boot liegen. Würde ja auch passen, dass der jetzt gerade vor uns ist. Ich weiß nicht, ob ich hier hinten vielleicht mal kurz safe bin. So, weißt du, nimm Verband oder ähnliches. Und vielen Dank für die ganze Ruhe natürlich. So, beides. Alle Pfeile. Ich lasse die anderen Pfeile jetzt auch einfach in meinem Boot.
Ich nehme nur die Bögen mit. Das bringt auch mehr. Kann ich den vielleicht auch noch mit bewerfen. So. Jetzt nehme ich mit. Jetzt nehme ich mit. Eine hundertprozentige Picke. Ich esse noch mal was, auf jeden Fall. Brauche ich nicht unbedingt, aber allein wegen der positiven Einstellung. Die Katze. Wir trinken auf jeden Fall noch was. So. Jetzt noch mal speichern wäre super und dann rein, ne? Seid ihr soweit? Angriff! Aber wie der da auch rausgehechtet kommt, ey. Guck doch mal, das ist doch nicht normal. Ich dachte, jetzt erwischt er uns wieder. Mal kurz auftauchen. Ich brauche Sauerstoff. Und wieder abtauchen. Nein, das war noch gar nicht. Tauch doch mal richtig auf. Atme doch mal, Kind. Alter, ich hab's geahnt. Wie sehen wir denn jetzt aus? Können wir da irgendwas gegen machen? Nee, Katze. Ich kann nichts nehmen, um mich zu heilen. Geht einfach nicht. Es gibt nichts. Ich bin ja auch gar nicht verletzt. Ist ja Quatsch. So. Hab ihn. Nein, 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 nein. Oh, der ist aber auch manchmal dicht, hör mal. Das Problem ist mein Auftauchen. Unter Wasser ist es nicht das Thema. Bisher läuft's. Kurz auftauchen. Oh, er ist ja direkt neben mir. Es ist ja wunderbar. Alter. Dreh dich doch nicht immer so um. Nein. Der sieht aus wie ein Igel. Guck mal. Der hat doch schon wieder fast erwischt. Komm schon. Gib ihm! Gib ihm! So, Leute. Jetzt will ich hier aber mal einen Goal rausgehauen haben. Was war das? Hat er jetzt einen Krach gemacht? Wo ist er? Wo ist er? Ich habe meine Pfeile nicht wiederbekommen. Ich dachte, ich kriege meine Pfeile wieder. Ich dachte, das wäre jetzt die Mini-Version. Der ist einfach weg. Am besten beim Boot auf die Plattform immer da bleiben. Da kommt der nämlich nicht hin und du kannst schießen und nicht mal Luft holen. Und immer mal... Nee. In der Nähe... Also jetzt nochmal. Am besten beim Boot auf diese Plattform immer da bleiben. Da kommt er nämlich nicht hin und du kannst schießen und immer wieder Luft holen. So hat es bei mir geklappt. Du meinst diese Plattform hier oben drauf? Hier oben drauf meinst du? Also das funktioniert nicht, das kennen wir schon. Horn bitte! Nee, springen. Nee, der springt, ja, deswegen meine ich. Aber es hat ja geklappt, also es war jetzt nicht das Problem. Mein Leben ist auch noch voll, also wenn er uns erwischt hat, dann nicht so dramatisch. Aber ich habe eigentlich gehofft, ich kriege meine Pfeile wieder. Ach guck, hier liegen sie. Ja, wie geil ist das denn?
Gut, dass ich noch mal eben gucken war. Der hat meine Pfeile verloren. Und die erste Trophäe haben wir auf jeden Fall auch bekommen. Richtig geil. Ich freue mich mega. So, ich soll Horn rausholen. Weil, warum? Bosskampf, Bankraub oder worum geht's? Und GG, vielen Dank für den Versuch auf jeden Fall. Ich habe es nicht gehört. Ich weiß nicht warum, aber... Nee, unten. Genau. Boss. Boss. Jetzt schaffen wir auch gemeinsam den Boss. Richtig gut, ich freue mich. Es hat endlich geklappt. Also wenn man so ein bisschen weiß, wie es geht mit dem Ausweichen, dann ist es machbar. Ohne weiteres. Mal eben gucken, ob hier noch mehr Pfeile sind. Also 38 Pfeile hat es gekostet. Und ich glaube, ich habe nicht so häufig daneben geschossen. Kann ich zwar nicht zu 100% garantieren. Oh, hier geht es aber auch unglaublich tief runter, ne? Aber ich hatte noch genau 2 Pfeile. Ich weiß es nicht. Hatte ich jetzt nur 9 und jetzt habe ich nur noch 17. Ich hatte auf jeden Fall nur noch 2 von den 39 Stück. Okay, dann habe ich 37 Mal drauf schießen müssen. Kann man mit der Taschenlampe unter Wasser was sehen? Weil ich sehe jetzt gerade nicht, ob da noch mehr Pfeile liegen. Ich glaube, das ging, ne? Mit der normalen gelb-schwarzen. Kind, was ist denn los mit dir? Ich verstehe das nicht, dass du manchmal einfach nur so springst, anstatt dich da hoch zu sagen. Kletter doch einfach hoch. Das ist auch nicht so schwer. Junge, Junge, Junge. Verbände konnte ich gar nicht nehmen. Die haben mir einfach überhaupt nichts gemacht. Da ist noch einer. Ich meine, die sind jetzt nicht so teuer. Wenn man sich so ein bisschen Zeit leiht und mal ein bisschen Pflanzenfasern farmt, dann kriegt man die schnell wieder zusammen. Okay, die meisten werden wahrscheinlich hier runtergefallen sein. Die sind einfach weg für immer. Es ist so. Hier oben drauf liegen auch keine mehr. Ja gut, wir haben wenigstens ein paar wieder gekriegt. Alles gut. Und ist was im Schiff? Das schauen wir jetzt gemeinsam nach. Ich habe die Taschenlampe dabei. Ich nehme aber noch eine Sauerstoffflasche mit. Ich muss jetzt nicht noch dabei sterben, wo ich noch ein bisschen mir das Schiff angucke. Ey, ich verstehe nicht. Warum macht die das? Was muss ich denn machen, damit du da einfach drauf kletterst? Nur gegenschwimmen. E halten zum Anker lösen. Das will ich ja nicht. Das wäre das Schlechteste, was ich machen kann. Meine Segel sind nämlich nur aktiv. So. Ich verstehe das manchmal nicht. Manchmal will die einfach da nicht wieder drauf. Ich glaube, die mag unser Boot einfach nicht. Ich verstehe gar nicht, warum. Das ist so ein tolles Boot geworden. Wo habe ich denn jetzt die Sauerstoffflaschen gelassen? Habe ich die noch im Inventar? Nö. Habe ich mir welche mitgenommen? Ich glaube nur beim zweiten Mal, nicht beim dritten Run. Schade. Ja, dann müssen wir so eben schnell gucken. Ich weiß gar nicht mehr, ob da noch was war. Wo ist es denn jetzt hin? Das Schiff ist weg. Da. Toll, jetzt ist auch noch stockdunkel hier, ne? Hallo? Ist hier noch einer drin? Ich sehe nichts. Es ist zu dunkel. Kann mal eben einer was sagen? Muss ich da drin was finden? Ich glaube, da war auch nichts drin. Ich weiß es nicht mehr zu 100%, aber ich meine, wo wir das beim letzten Mal geschafft haben, dass im Schiff nichts war, aber wir haben ja die Trophäe freigeschaltet. Aber irgendwas hatten wir doch bekommen. Wir hatten doch irgendein Ersatzteil bekommen. Oder, nee, das konnten... Jetzt schmeißt doch nicht ständig die Taschenlampe weg. Genau. Die Trophäe und das Ding. Flugzeugmotoreinheit. Das können wir nämlich jetzt herstellen. Das habe ich jetzt einfach hergestellt, weil ich es einmal angeklickt habe. Weil jetzt ist wirklich dunkel. Jetzt brauche ich da gar nicht mehr runtergehen. Jetzt ist wirklich stockdunkel da unten. Da hilft uns auch die beste Taschenlampe nichts. Ruft sein Boss. Ja, schön. Viel Erfolg. Verbrauchsgegenstände, Geschichte, genau. Und die Trophäe. Können wir die auch irgendwo am Schiff montieren?
Nee, das wollte ich nicht. Nee, wollte ich auch nicht. Das geht, glaube ich, nur an der Wand, ne? Schade. Ja, dann hängen wir es bei uns an unsere Clubhütte. Mal gucken, ob du gleich noch da bist. Okay, wir schippern erstmal nach Hause. Wenn wir jetzt noch ein Segel aufgemacht haben, würden wir auch vorwärts fahren. Moräne ist Geschichte. Weiß noch einer, wie er hieß? Wir trauern um Sir Cezanne. Er hat gut gekämpft. Oha, hat den Bosskampf nicht überlebt. Die Narchen, Dieter, Drecker, Bob macht den Job. Oha. Und Hotdog-Wettessen hat Marcel Moser gewonnen. GG auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den krassesten Magen von allen gehabt. So. Da haben wir den ersten Boss erledigt. Mal eben schauen, dass wir jetzt auch irgendwie richtig wieder nach Hause fahren. Wir müssen noch mehr. Das ist noch nicht. Wir müssen uns noch drehen. Nee, immer noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich drehe mich die ganze Zeit. Kannst du nicht einfach geradeaus fahren wieder? Geht das nicht mehr? Guck mal, ich drehe mich die ganze Zeit. Warum? Wegen dem Ding jetzt hier wetten? Nein, nicht wegen der Lampe. So, jetzt fahre ich geradeaus. Es ist nicht ganz verkehrt, wo wir jetzt gerade hinfahren. Es ist in Ordnung. Ich opfer mich gerne für euch. Dann kriegst du nochmal 100 Bobbles als vielen Dank dafür, dass du dich für uns opferst, mein Lieber. Ah, sehr schön. Wir haben den ersten Boss weggemacht. Ist doch geil. Ich freue mich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nur 3 Versuche brauche. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir das viel schwerer vorgestellt, aber... Es war ein guter Versuch, dass ich beim zweiten Mal direkt probiert habe, das unter Wasser zu machen. Das war nicht die schlechteste Idee, die ich je hatte. Auf zum nächsten. Ja, aber ich möchte, wie gesagt, also ich würde das gerne in 3 Streams abarbeiten und nicht in einem, wenn möglich. Also ich möchte jetzt nicht in einem alle Bosse machen. Alle werden wir wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Vermute ich mal. Ist das unsere Insel da hinten? Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Einfach auf Anhieb. Wir hängen jetzt auf jeden Fall das Ding auf. Wir pennen erstmal. Außerdem muss ich mich ja auch wieder ausrüsten. Also ich muss auch beim nächsten, müsste ich wieder einige Pfeile haben. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch genug Material da haben. Ja, so ein bisschen, ne? Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns wieder ein bisschen vorbereiten. Also 40 Pfeile ist, glaube ich, so das Minimum, was man so mitnehmen sollte. Nee, nee. Alter, ich habe den gerade noch aufgehoben. Kann ich dich hier reinpacken? Kann ich nicht, ne? Ich müsste aber noch mal ein bisschen umlenken da. Jetzt ist er weg. Wo ist er jetzt hin? Hab ich dich wieder, wenn ich das loslasse? Jo. Ja, dann ist egal. Dann kannst du ruhig verschwinden. Das ist nicht schlimm. Da kann ich mit leben. Genau. Erstmal ein bisschen farmen gehen. Das sehe ich nämlich auch so. Erstmal pennen wir jetzt gleich. Oh Gott. Das war der erste, Leute. Der erste. Der zweite können wir ja schon sehen, das ist halt so ein riesen Tintenfisch. Den können wir auf der Map, oder konnten ihn vorhin auf der Map auch schon sehen. Jetzt sehen wir ihn komischerweise nicht mehr. Und beim dritten, ich habe keine Ahnung. Bin echt gespannt, was da noch kommt. Ich bin auch gespannt, wie der zweite ist. Also die Riesenmoräne, die kannten wir ja jetzt schon, leider, muss ich sagen. Ist immer geil, wenn man sowas zum ersten Mal sieht. Beim ersten Mal war ich ja komplett überwältigt, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was auf mich zukommt. Ich bin gespannt. Ich vermute mal, das steigert sich noch ein bisschen. Nur leichten Linksschwenk. Ja, so ist okay. Gehen wir das wieder ungefähr so hin, wie es war. Das stand eigentlich echt gut das letzte Mal. Ja.
Inge macht das schon, ne? Die rockt das Boot hier einfach so hin und her, wie man es gerade so braucht. Richtig geil. So. Und ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Anker geschmissen. Fertig ist. Ja, ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Mir geht's gut. Bin leicht in den Kopf gestoßen. Der dritte ist ein übergroßer Goldfisch. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, mit unserem Quadrocopter hier. Könnten wir eigentlich mal probieren, aber dann müssten wir irgendwie eine Insel erwischen, die ich noch nicht gelootet habe, damit wir da nur Pflanzenfasern wegholen vielleicht oder sowas. So, wie hänge ich dich denn jetzt auf? Ah, ich brauche so einen Haken, ne? Brauchte ich dafür nicht einen Haken? Ich weiß nicht mehr. Zeig doch mal von der anderen Seite, dann sehe ich doch die Öse mal. Also so kann ich es nicht dran pappen. Ich brauche wahrscheinlich einen Wandhaken dafür. Okay, ich schmeiß dich kurz hier hin. Nicht weglaufen. Ich bin gespannt, King Ragnar. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, wie der zweite aussieht. Und wie riesig der ist. So. Diesen Holzhaken. Es geht jetzt nicht, weil das Material... Genau, das Material viel zu weit weg ist. Fledermäuse! Du kannst hier nicht bauen. Irgendwas ist im Weg. Ja, ist ja gut. Entspann dich. Geht nicht. Kann kein Haken bauen. Jaha. Was ist das nervig jetzt? Jetzt gleich nochmal. Wusch, da nochmal. Geht nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich geklickt habe. Aber für jedes Mal klicken zeigt er jetzt einmal das Ding an. Dann ist es bauen. Das ist doch unter Handwerk. Erzähl mir doch keinen. Wo ist denn jetzt dieser vermaledeite Haken? Haken, zeig dich, Haken. Das gibt's doch gar nicht. Da, ganz oben. Ich brauche zwei Stöcker. Zwei für einen Haken, das weiß man doch. Also, auf jeden Fall den falschen Haken nehmen. Okay, ich würde sagen, links und rechts neben der Tür hängen wir einen hin, oder? Hier so? Kann man da drunter hängen? Geiler wäre eigentlich noch weiter oben. Hier oben wäre eigentlich gut. Am besten so mittig drauf, aber entweder ich bin zu klein. Ich versuch's mal da. Bam! Ey, das ist richtig gut. Es ist zwar jetzt gerade dunkel, aber ich penne gerade kurz. Und dann schauen wir uns im Hellen an. Und Christian, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen. Auch dir einen schönen guten Abend, mein Lieber. Wir speichern. Das müssen wir auf jeden Fall. Spiel wurde gespeichert. Wir haben den ersten Boss umgeklatscht, Christian. Bist du ein bisschen stolz auf mich? Bisschen. So. Bisschen. Okay, super. Ach Gott. So. Jawohl. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Es ist immer noch dunkel. Dann esse ich erst was. Es ist jetzt Frühstückszeit. So, wo bist du? Ach, hier ist gar nichts. Ich habe alles im Boot, ne? Ja. Alles im Boot auf dem Kot. Nee, alles in Lot auf dem Boot. Sowas. Alles in Boot auf dem Kot. Ja. Natürlich. Das könnten wir auch machen. Wir könnten tatsächlich schon die Flugzeugmotoreinheit zum Flugzeugträger bringen. Da vorne, glaube ich. Oder da. Ich weiß nicht genau. Irgendwo da. Irgendwo ist der Flugzeugträger. Weit weg war er nicht. Das könnten wir tatsächlich mit dem Ding schaffen. Da könnten wir vielleicht sogar oben auf dem Flugzeugträger parken. Da nehme ich aber auf jeden Fall noch einen Reservekanister mit. Oh, ist das clever, wenn ich das probiere? Bobbels! 259,83 Stunden Treue. Unfassbar. 72.904. Unglaublich.
Oh ja, das wird toll. Ich hoffe, dass das funktioniert. Achso, wir wollten uns das im Hellen angucken. Da hängt sie. Die gute alte Muräne. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Er hatte einen anderen Namen. Der große Maya. Omaya. Ich weiß nicht mehr. Der hatte einen Namen. Abaya, ne? Der große Abaya? Könnte sein, dass er so hieß. Bobbles! King Ragnar auch schon 81 Stunden dabei. Echt, das ist unfassbar. Zuerst, sie sahen 251. Guck mal, fast so viel wie Christian. Unglaublich. Ihr seid so verrückt, Leute. Ich freue mich mega. Vielen Dank dafür, für euren Support. Auch schon fast 200 Stunden, Dieter. Die waren leer, ne? Genau, die vollen hatte ich irgendwo in den Schrank mit Kanister. Guck mal, wir farmen das mache eben direkt ab hier. Dann kann das in der Zeit wieder nachwachsen, weil Seile brauchen wir auf jeden Fall wieder jede Menge. Seile, Seile. Achso, ne, Messer habe ich da. Auch ein Boot. So. Nicht essen. So, Heilung und so kann ich erstmal alle Tiere wieder reinschmeißen. Hat uns halt mal gar nichts gebracht. Leider ist es wirklich so. Es hat uns wirklich genau nichts gebracht. Nicht rausnehmen, reinpacken. Hä? Da rein. So, die Pfeile kommen hier rein. So, das Messer nehme ich mit. Dann fahre ich jetzt mal eben die faserigen Blätter hier ab. Bam. Bam. So. Kriegt man ja auch schon einige zusammen. Wir pflanzen 4 Stück haben wir hier angepflanzt. Mal 2, 4, 5. Das sind schon 20. Sind aber auch im Endeffekt nur 5 Seile. Also das ist gar nicht so viel. Aber wir haben hier noch 3 Pflanzen auf der Insel stehen. Das sind auch nochmal wieder. Ich weiß nicht. Kriegen wir wahrscheinlich dasselbe zusammen. Vermute ich. Ich glaube, die geben ein bisschen mehr als diese hier in den Beeten. Ne? Könnte aber sein, dass ich mich täusche. So. Gut, ich könnte die Früchte jetzt farmen oder die Kartoffeln. Kartoffeln bringen uns jetzt auch nicht gar nicht so viel. Ach, bei dir die ja auch alle. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Wow, die geben einen mehr. Viel mehr ist es nicht. Aber wir haben ja auch noch die ganzen Palmsetzlinge. Die sind ja auch noch auf dieser Insel hier. Die geben halt auch faserige Blätter und spawnen unglaublich schnell wieder nach. So, diese hier meine ich. Die brauchen wir einfach für die Munition. An Holz kommen wir woran. Wir haben auch noch Stämme genug da liegen. Die könnten wir eigentlich komplett dafür verwenden. Mit dem Hausbau sind wir ja erstmal durch. Wir müssen es nur noch schön machen. Hä? Bist du jetzt nachgespawnt? Nö, wir haben hier einfach noch einen stehen. Wie geil. Es tut mir unglaublich gut, deine Stimme zu hören. Du glaubst nicht, wie sehr mich da berührt, dass es alles zum Guten gerutscht ist. Bob, es tut so unglaublich gut, deine Stimme zu hören. Dafür gibt es noch mal ein bisschen Liebe. Nur für dich, ja? Muss ich mal loswerden. Christian, ich freue mich, dass wir dich immer noch bei uns haben. Ganz ehrlich. Vielen Dank für die lieben Worte. Du glaubst gar nicht, was mir das bedeutet, mein Lieber. Meine Stimme darfst du noch ganz, ganz lange hören.
noch was. Drin noch mal einmal kurz durchgelatscht, aber ich denke, das meiste wird hier weg sein. Nee, da ist noch was. Hat sich noch was versteckt hier? Das gibt's ja gar nicht. So, wir haben 24, 48, 58, 61. 61 fasrige Blätter kriegen wir. Das heißt, über einen Haufen. Das lohnt sich schon. Das lohnt sich schon. Und wer weiß, ob ich jetzt wirklich alle gefunden habe. Manchmal verstecken die sich ganz gut. So, Kanister. Ich trau mich. Ich nehme zwei mit. Die müssten rein theoretisch beide voll sein. Ich nehme mir vorher noch mal eben einen Kompass. Irgendwo haben wir welche. Damit ich wenigstens eine grobe Info habe, wo ich hin muss. Ich glaube, das wird mir jetzt auf der Karte nicht angezeigt. Das ist unser Hauptproblem. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ich könnte nebenbei noch mal eben meine Map wieder öffnen. Tut mir leid, klitzekleinen Moment. Ich glaube, da ist es drauf abgebildet. Habe ich natürlich wieder nicht vorbereitet. Es war ja heute alles ein bisschen hopplepopp, als ich das Spiel gestartet habe. YouTube, Stream. Was spielen wir denn gerade? Run the Deep? Entschuldigung, ich habe da so eine lange Liste. Ne? Das glaubt ihr gar nicht. Bilder. Entschuldigung. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wo ich es abgespeichert habe, falls es mal sucht. Okay. Wenn ich jetzt Richtung Norden gucke, die Karte ist identisch, dann ist das die Insel im Nordosten und daneben ist quasi der Flugzeugträger. Okay, Nordosten, das ist die rechts von dem Boss, den wir gerade gemacht haben. Und da nochmal rechts davon. Das heißt von hier mehr oder weniger Richtung Norden. Wie zeigst du mir den? Also, ja, einmal klicken reicht. Richtung Norden. Dann ist das daneben. Da ungefähr müsste es sein. Ist das clever, beim Mistwetter dahin zu fliegen? Und das stört mich ja nicht unbedingt an der frischen Luft, ne? Warte nochmal, ich wollte noch gar nicht losfliegen. Probieren wir es einfach auf gut Glück. Ich speichere vorher nochmal. Leute, ihr müsst mich an Speichern erinnern. Was ist denn los mit euch? Könnt ihr mich doch nicht einfach so loswerden lassen. Ohne zu speichern. Wie spät ist es? 11:19 Uhr. Dankeschön, setze es an. Dankeschön. Ihr hättet mich jetzt einfach so losrennen lassen, ne? Das ist unfassbar. Was machst du? Ich habe ihn weggeschmissen. Mach ich immer so. Mach ich immer so. Wundert euch nicht. Ruhig, ruhig, ganz ruhig, kleiner Gyrokopter. Gyroskopter. Okay, und in die Richtung. Oh jo. Das sieht man schon direkt. Ich bin gespannt, ob das vom Treibstoff her reicht. Wir können zur Not hier auf der Insel nochmal zwischenlanden. Aber es könnte gut sein, dass es reicht, ne? Weiß ich nicht. Ich kann es absolut nicht einschätzen. Es sieht ja noch mega weit weg aus. Ich kann auch nicht mehr zurückgucken, dass ich mal sehe, wie weit ich jetzt schon von Insel in Insel entfernt bin. Aber ich schätze mal so grob, die Hälfte ist die Insel da. Wenn dann der Sprit noch mehr als halb voll ist, ist alles gut. Dann würde auch rein theoretisch ein voller Kanister reichen, um wieder zurückzukommen, wenn ich mich nicht verfliege. Das sieht gut aus, oder? Bisschen langsam ist das schon. Das ist unser erster Gyrokopter-weit... Flug, den wir je gemacht haben. Bisher sind wir immer nur um unsere Insel geflogen. Und mehr haben wir nicht gemacht. Tatsächlich.
Naja. Das passt schon. Alles gut. Bisschen höher. Das sieht gut aus. Das schaffen wir locker. Können wir direkt vorne drauf landen. Perfekt. Und sind direkt bei dem Flugzeug. Dafür ist er gut. Das Teil haben wir dabei. Das können wir direkt einbauen. Hoffe ich. Wir haben noch einmal Sprit. Rein theoretisch könnten sogar einmal Sprit in den Flugzeug packen. Den müssen wir ja auch befüllen. Mit Treibstoff so ein bisschen. Die Ansicht ist ein bisschen blöd. Ich wär gerne weiterhin hinter dem Gyrocopter. So wie ab und zu ist die Ansicht ja so. Ist schon ein geiles Ding. Das muss man einfach so sagen. Wie lande ich? Ah, so. Okay, und off. Ja, locker. Wir schaffen sogar mit der Tankfüllung noch wieder zurück. Ich fülle den aber trotzdem einmal auf. Dann kann ich den Rest nämlich da ins Flugzeug packen. Geil, das hat schon mal geklappt. Läuft bei uns, ganz ehrlich. Was muss ich denn reparieren? Flugzeugmotor, da haben wir das Motorteil schon mal. Bam. So, und Treibstoff. Zwei Kanister, dann ist das Ding voll. Guck mal, wir haben das einfach schon zu drei Viertel gefüllt. Motor ist repariert. Propeller müssen wir noch haben. Wir brauchen noch irgendwas am Bordcomputer. Keine Ahnung. Ruderpaddel. Ruderpaddel? Wasser müssen wir auffüllen. Habe ich natürlich jetzt nichts mitgenommen. Und Essen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Geil. Haben wir einen Komparse mit? Also mehr oder weniger einfach Richtung Süden, ne? Da hinten ist sie. Genau da. Meine ich, dass man es gerade sehen konnte. Das sind die Inseln, an der wir vorbei. Ja, wenn es blitzt, sieht man es. Ist das geil. Einfach mal ein bisschen rüber gequadrocoptert. Fliegt der von selber nach vorne? Ne, ich muss tatsächlich W gedrückt halten. Aber entspannt. Entspanntes Reisen. Völlig egal, wie das Wetter ist. Ich habe jetzt gedacht, wenn es jetzt Gewitter gibt, haben wir ein Problem. Aber es kam keins. Wir werden es weiterhin nie erfahren. Los, Leute, auf euch! Das hat gut geklappt. Ersten Gyrocopter Weitflug gemacht, Boss weggehauen. Geil. Neue Waffen hergestellt, Munition. Hat alles gut geklappt. Nur zweimal gestorben, ganz entspannt. Was wollen wir mehr? Was machen wir jetzt gleich noch? Dann müssen wir feiern. Ich brauche jetzt ein bisschen Bier und lade euch alle ein. Danke. Wow, was machst du? Zappel nicht so. Ich versuche gerade ein bisschen höher zu steigen und dann zappelt die so komisch. Bank auf 5000. Ich drücke auch allen die Daumen. Die Daumen. So. Horn. Los geht's. Ich muss leider weiterfliegen hier. Ich kann mich jetzt nicht um Bankraub kümmern. Kein Wetter zum Schwer mit Bob neue Hubschrauber. Kein Wetter ist zu schwer mit Bobs neuem Hubschrauber. Lolli. Du bist doch geiler. So ein geiler Typ. Das habe ich gendergerecht gesagt. So eine geile Typin. So? Weiß nicht, spricht man das so aus? Ich weiß nicht. Das klingt irgendwie auch nicht richtig. So, jetzt zeige ich euch noch eine perfekte Landung auf unserem Hubschrauberlandeplatz. Wartet ab, Leute. Hast du ganz toll gemacht. Gib mir Mühe. Ach ja,
Was hast du denn heute nochmal? Achso, du hast Dings weitergespielt. Genau, hat es ja geschrieben. Hab ich gelesen. Tatsächlich. Du hast heute Planet Crafter weitergezockt. Nein! Komm mir gerne noch ein Stück vor. Ey, damit kann man auch fahren. Naja, nicht gut, aber zurück geht auch nicht, ne? Man kann nur kippen. So. Klein Wheelie. Locker. Gut, er steht nicht perfekt mittig drauf. Das will ich ja nicht abstreiten, aber also viel kleiner sollte der Landeplatz auch nicht sein. Für mich. Schönes Ding. Also da, um die Sachen darüber zu bringen, ist super. Die Zeit vergeht hier nicht, das glaube ich. Ah, mein Lieber. So, jetzt haben wir wieder zwei leere Kanister. Das heißt, Treibstoff müssten wir dann doch wieder herstellen. Da kommt man nicht so richtig drum rum. Zack, zack. Das heißt, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ist da noch was? Ach hier, guck mal, hier ist sogar ein Kanister, ist hier sogar noch drin. Fluppt wieder voll. Schön, das funktioniert schon mal. Ich hoffe, es lenkt dich wenigstens ein bisschen ab, mein Lieber. Ach so. Ja gut, da müssen wir erst wieder Holz reinschmeißen. Verstehe ich. Ohne Holz nichts los. Nee, andersrum. Ohne muss nichts los, so heißt es, ne? Holz und Axt. Das ist eine 100-prozentige. Und noch eine, die nicht so ein gutes Level hat. Hier unten, ne? Die. 32. Die ist in Ordnung. Die können wir genau dafür verwenden. Das Schlimmste ist meine Uhr, dann tu die weg. Die Uhr weg. Nicht drauf gucken. So, anverzündeln. So. Na toll, ich war schon so weit. Ich habe gerade gedacht, wo ist meine Trinkflasche? Die steht nie rechts neben mir. Schnell wieder zumachen, bevor es wieder überläuft. Wir kennen das schon. Das müssen wir nicht nochmal haben, die Sauerei. So, läuft. Was kostete mich so eine Distille? Achso, da müssen wir erst ein Feuer machen, dann müssen wir einen Holzring machen und dann... Weil wir haben hier immer 8 Kartoffeln. Aber da muss ich auch jedes Mal zweimal Feuer muss ich so oder so machen. Das wird es nicht groß ändern. Dreimal Seil für einen Tisch, ne? Dreimal Planke für einen Stuhl. Krass. Vogelfalle, Fischfalle, das haben wir alles schon gemacht. Dann nicht darf man nachher sagen, wir haben irgendwas nicht gemacht im Spiel. Das will ich auch nicht. Außenbohrmotor, das hatten wir alles im letzten Projekt schon. Was ist das? Das sind die Beete, okay. Geschichte. Ach so, da steht gar nicht bei, was es ist. Mhm. Das haben wir alle, haben wir alle, haben wir alle. Ja, verbraucht haben wir ja nichts, bis auf Pfeile. Pfeile war halt Unmengen. Bob, Horn bitte! Horn! Ach, ich kümmere mich! Vorsichtig mein Trinken auch machen. Prost, Leute, auf euch! Was sagt denn die Uhr? 18.31 Uhr. Jetzt pennen macht wenig Sinn, ne? Obwohl dunkel ist, ja, penn mal ruhig. Ruh dich mal ordentlich aus, meine Liebe.
Ich würde sagen, dann schippern wir noch jetzt auf eine andere Insel. Da kann ich da noch mal ein bisschen was weghauen, was da so rumrennt. Schau mal gerade. Ey, was zappelst du denn jetzt hier so rum? Ich habe mir halt nur überhaupt nicht gemerkt, auf welcher Insel wir denn jetzt schon waren und auf welcher nicht. Jetzt habe ich die ganze Zeit mein Anzündholz dabei. Das muss ich mal eben wieder wegbringen. Feuerstelle brennt auch nicht mal. Ich mache aber die auf dem Boot an. Wenn wir dann ankommen, ist das Fleisch nämlich fertig. Oh, dann hat so viel Cooldown. Hatte ich das nicht nachgeguckt? Das stand auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Ohren. Cooldown. Er stand auf jeden Fall schon mal auf meiner To-Do-Liste. Denn Horn ist ja normalerweise auch ein Begrüßungssound. So war es auf jeden Fall geplant. Ach, das ist schon fertig. Stimmt, ich habe ja gepennt. Dann geht das recht zügig. So, wir haben... Der ist immer zu 100% gefüllt. 4 Kartoffeln, 1 Kanister Treibstoff. Krass. So. Wir haben jetzt 5 volle Kanister. Jetzt ist Horn für den Boss. Ja, aber deswegen kann es ja trotzdem Begrüßung sein. Wie gesagt, also ich kann den Cooldown da reduzieren, aber wenn es übertrieben wird, dann ne, geht das auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung. Ja, nee, aber wie gesagt, das ist, eigentlich ist das so eingestellt, wenn ich mich recht erinnere, wie jeder andere Begrüßungssound. Und die könnt ihr ja auch schnell nacheinander machen. Ich glaube, die haben einen Cooldown von 30 Sekunden oder so. Ich sag, solange das nicht übertrieben wird, habe ich da gar kein Problem. Habe ich jetzt 4 Kartoffeln? Ja, tatsächlich. Ich war mir die ganze Zeit sicher, nur 3. 1, 2, 3, 4. Wir doch nicht. Ihr habt das selbst in der Hand. Das ist es. Kennt das ja. Nur einer muss frech sein, alle müssen drunter leiden. Es ist so. Das kennen wir ja schon. So. Armer Feuer. Oder schon wieder Feuer. 1, 2, 3. Hopp, Wasser. Ja, ich trinke mir eine in der Zeit, wo ich Feuer mache. Feuer und Wasser, die Kombination. Das ist eigentlich Gewitter. Prost, Leute. Schön, dass ich mich jetzt trinken erinnert. Gut, da läuft der nächste Kanister. Sonst ist noch nichts nachgespawnt hier. Habe ich ein Messer dabei? Jawohl. 1. Feuer, Wasser. Brauchen wir nicht. Da gönne ich mir mal wieder ein bisschen was. Glaube ich. Mal gucken. Es ist morgen Wochenende, Leute. Freut ihr euch schon? Gibt doch nichts Besseres. Nur noch ein Tag. Lolli, ist das jetzt deine letzte Woche Urlaub gewesen oder musst du nächste Woche oder hast du nächste Woche auch noch? Also von meiner Seite her, es sei dir auf jeden Fall gegönnt. Jedem anderen auch. So. Entzündung. Okay. Das wollte einfach nicht gehen. Doch, wollte ich sagen, es passiert auch nichts. Aber die Anzeige hat sich gefüllt, alles gut. Gut, was haben wir noch dabei? Wir haben Angeln, Hammer, Leder. Ein bisschen was, um Wasserdistillen zu befüllen. Wir haben Gegengift, Werkzeug, Bett, Leuchtrakete. Das wäre nämlich mein Notfall gewesen. Wenn wir den Boss jetzt wirklich hätten nur im Dunkeln machen können, dann hätte ich mit Leuchtraketen versucht, Licht zu machen. Die brauchen wir nämlich sonst einfach für gar nichts hier im Spiel. Das ist eine 100er Picke. 100er Axt. Die ist auch noch in Ordnung. Und das ist auch eine 100er. Hier haben wir noch eine 63er. Gut. Achso, die Kopase wieder zurück. Oder hatte ich die aus dem Schrank genommen? Die habe ich leider bei mir aus der Kiste genommen hier. Dupdi-dupdi-du. Obwohl leider, so schlimm ist es nicht. Hatte ich da nur noch einen drin? Egal, dann pack wieder rein. Gut, Grundausrüstung haben wir. Pfeile und Bogen haben wir zur Not auch noch drin.
Essen und ich wollte noch mal eben die Destillen nachfüllen hier. So ein bisschen Zeit kostet es ja schon auf einer anderen Insel. Ich kann heute nicht mehr reden, Leute. Es ist so. Ich bin so glücklich, dass wir den Boss hier gemacht haben. Ja. Ja. So. Gut. Also, meinetwegen, wenn ihr soweit seid. Dieter, was ist los? Was passiert? Habe ich was gesagt? Habe ich was Schlimmes gesagt? Wollte ich nicht. Wir haben Dieters Herz gebrochen. Und ich weiß nicht warum. Dann mal ok ok. Es geht nicht. Floß sagt nein. Floß zittert sich lieber ein. Ich schieb dich weg, Floß. Du kennst mich, bin da ganz, ne? Okay, Floß hat irgendwie keinen Bock heute. Ich kann's nicht annehmen. So scheint irgendwie ein bisschen festgebackt zu sein. Komm schon, Floß, wir schaffen das. Wir hissen alle Segel, dann hast du so viel Antrieb. Du schießt einfach übers Land. Mit Rückwärtsgang. Okay, wir kennen das Problem schon tatsächlich. Dann müssen wir eben einmal speichern. 71 Tage, jawohl! Bobbles, 100 Stück, viel Spaß damit! Allein, dass du zappelt, das ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich kann es auch nicht anheben. Ich kann nur drunter herrennen, wenn ich will. Wenn es dann klappt. Könnte sein, dass es jetzt gerade durchs Feuer kommt. Es lässt sich nicht lösen. Floß hat Angst, guck mal. Floß macht sich ein bisschen Sorgen. Ich tu mal so, liebes Floß. Ja, als wenn ich abspeichere. Es hat einfach Angst. Was macht Bob bloß mit seinem Floß? Was ist los mit dem Floß? Das würde besser passen. Wir speichern. Es hat gespeichert. Beenden. Ja, ich lade eben einmal neu ins Spiel. Oh, deswegen ist Dieter traurig. Wir haben ihn in der Bank zurückgelassen. Hm. Da wäre ich auch traurig. Ich war nicht mit. An mir kann es nicht liegen, diesmal. Oggi, vielen Dank für deinen Lurk-Support und viel Spaß im Lurk natürlich. Schön, dass du da bist. Ich danke dir für deinen Support. Leute, Prost, Leute, auf euch. Tag 72. Er zeigt halt immer einen Tag mehr an, als wirklich ist, ne? So, ich hoffe, Floß hat keine Angst mehr. Hatte jetzt Zeit, sich zu entspannen. Achso, jetzt ist der Anker wahrscheinlich noch unten, oder? Ne, Anker ist oben. Was ist denn los mit dir, Floß? Du musst Wasser finden. Ist echt so?
Ich kann es nicht wegschieben. Ich schätze, es liegt jetzt gerade am Grill. Ja, das ist ja richtig. Das sehe ich ja auch so. Also gerade verdichtete Kranplätze ist wichtig. Aber wir haben noch gar keinen Kran. Mike denn jetzt? So, ich trage es einfach auf den Kopf. Ich schätze, wenn das Feuer hier aus ist, ich kann es ja nicht ausmachen, oder? Kann ich es ausmachen? Nö. Ed hat immer noch Angst. Was hat es denn? Los, was ist los? Wenn ich jetzt wüsste, was, dann würde ich es einfach abbauen. Ed ist auch hier so halb unter Wasser. Das ist auch nicht gut. Wenn ich schon mal einmal sage, ich will auf eine andere Insel, ne? Dann sagt Floß einfach, nö. Nö, nö. Nicht mit mir. Ich will nicht mehr. Nun spring doch nicht. Jetzt sollst du nur rennen. Schieb es ins Wasser. Komm schon. Schieb es ins Wasser. Von dem manchmal kannst du es echt meterweit bewegen und mal zappelst nur so 2 Zentimeter weiter, ne? Ich schätze, wenn wir es da irgendwie von so einem bestimmten Punkt wegkriegen, dann geht es vielleicht wieder. Keine Aussage mehr. Ist nichts Hartes, wo man eben was abbauen kann. Ja, abbauen kann man das hier auch einfach mit einer Axt. Also das kriegt man hin. Aber alleine schon, dass es hier so komplett unter Wasser ist, ist es einfach schon nicht richtig. Und ich kann es halt nicht packen. Das ist das Problem. Ich kann es nicht anfassen und ziehen. Funktioniert nicht. Schade, schade. Zappelt immer noch. Es hat immer noch Angst. Los, komm schon. Wir brauchen dich. Ohne dich geht es einfach nicht. Los. Ich kann es auch nicht mehr schubsen. Ist mit dem Helikopter geflogen. Jetzt brauchst du mich nicht mehr. Lauf los, ich brauche dich. Kannst nicht mehr bewegen. Es bewegt sich kein Stück mehr hier. Keine Ausdauer mehr. Das dauert immer so lange, bis es wieder aufgeladen ist. Mich denn noch drunter? Kann ich es noch annehmen? Nee. Geht nicht mehr. Dafür ist es einfach zu weit unter Wasser hier. Okay, wir probieren noch mal reinzuladen. Vielleicht klappt es dann. Noch mal eben kurz safen gehen. Komm, Floß. Wir brauchen dich. Über Wasser im Idealfall. Spiel gespeichert. Und sonst nennen wir das Ding doch Titanic. Es ist so. Also wenn das nicht aussieht, als hätte ein Eisberg gerammt, dann weiß ich es auch nicht. So, beenden. Ja. Ich hab's wieder kaputt gemacht. Das ist ja nichts Neues. Ich kann es doch nicht ändern. Manchmal ist das so. Spielen. Fortfahren. Ich will jetzt nicht ein neues Floß bauen. Nette Mütze, Herr Schabernack. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen. Vielen Dank dafür. Ja, ja. Captain Chaos ist wieder am Start. Und schön, dass du da bist. Ich hoffe, bei der Settis Community ist alles im grünen Bereich. Dank, Herr Schabernack. Mein Floß ist kaputt. Was bike denn jetzt? Es ist immer noch unter Wasser hier. Guck mal.
Ich kann das Fleisch auch einfach wieder dranhängen. Das ist auch interessant. Ich schätze, dass es an den Dingern liegt hier, die ja offiziell nur durch eine Motti raufgekommen sind. Wer kennt das nicht? Sowieso wird ordentlich von mir gemanagt. Das hört sich gut an. Sehr schön, ich freue mich. Mein Flow ist kaputt. Ey, jetzt haben wir endlich den ersten Boss gemacht, ne? Und jetzt stehen wir hier mit einem Floß, was eher aussieht wie die halbe Titanic. Apropos Satisfactory, wir müssen uns mal unterhalten. Boah, das hört sich an, als wenn ich ins Lehrerzimmer müsste. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Gerne. Einfach mal anschreiben, dann kriegen wir das hin. Wenn ich irgendwo helfen kann, bin ich sofort dabei. So. Tja, Leute, was machen wir denn jetzt? Das Schlimme ist ja auch, dass ich jetzt so ziemlich alle Inseln in der Nähe abgegrabbelt habe, ne? Zählt sie sagen, wie kann ich helfen? Hau raus. Du weißt das doch. Wenn man mich braucht, bin ich auch da. Quatsch, im Gegenteil, schick mir einfach mal eine Freundschaftsanfrage, Name, schicke ich dir gleich im Whisper. Alles klar, mache ich. Na gerne. Neues Losbauen. Ich habe befürchtet, dass ihr jetzt sowas sagt. Oh, guck doch mal, wie viel Zeug wir da drauf. Wir haben so ein schönes Floß. Von dem, wisst ihr, was das Schlimme ist? Wenn ich das jetzt mache, wäre ich jetzt so, dass ich die Truhen und so hier alle abbaue und auf das neue Floß wieder aufbaue. Und ich kann euch sagen, dass es irgendwann einfach so flupp macht und es funktioniert wieder. Ich habe immer noch keinen Strom und das Gebäude dazu ist nur halb fertig. Immer noch nicht? Ach, krass. Nee, das geht aber nicht. Meine Lieben, der Zörzelsamen braucht Hilfe mit Strom. Krabbel doch einfach nochmal drunter. Ich komme leider nicht mehr drunter. Ich habe sie jetzt so weit ins Wasser geschoben, dass es einfach nicht mehr geht. Ich komme nicht mehr drunter. Ja, das war vorne. Da konnte ich noch drunter tauchen. Guck mal, jetzt ist es wirklich so weit im Wasser, dass ich nicht mehr drunter komme. Es geht nicht mehr. Ich komme leider nicht mehr runter. Hier. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ich kann es auch einfach nicht packen. Oh, jetzt Fleisch ist ja ab. Also wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, dass jetzt eine der Mods Probleme macht. Ich habe noch keinen Strom. Achso, das habe ich gerade gelesen. Ich mache gleich mal ein Bild. Das macht man sozusagen. Immer gerne. Also generell, wer Bock hat, Bilder zu posten von seinen Spielen oder ähnlichen, haut's gerne raus. Wir haben so viele Rubriken jetzt bei uns ins Discord gepackt. Wenn ihr da, also ganz neu auch, auf den Wunsch von unserem lieben Lollipop des Todes tatsächlich, hatte gebeten, dass man auch mal sein Setup posten kann. Weil meins kennt ihr ja, das ist in den Panels tatsächlich zu sehen. Es ist nicht mehr aktuell auf dem neuesten Stand, definitiv nicht. Also ich habe neue Tastaturen, ich habe mehr Stream Decks dazu bekommen, ich habe noch ein Tablet hier stehen, ich habe zwei neue Monitore. Also hier hat sich einiges getan, jetzt auch durch die neue Webcam zum Beispiel. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal ein Update machen, aber das würde ich erst machen, wenn ich auch mein neues Setup habe, also den neuen Gaming-PC bekomme, was noch ein bisschen dauern wird. Elegant die Kurve genommen, Bob. Warum? Hab ich was falsch gesagt? Das wollte ich nicht. Nein, du, auf deinen Wunsch hin auf jeden Fall. Und du hast mit Abstand das geilste Gaming-Zimmer, was ich je gesehen habe. Da bin ich wirklich, also genau so stelle ich mir mein zukünftiges vor. Wenn ich mal die Möglichkeit habe, dass ich mein Gaming-PC in ein extra Zimmer bekomme oder mein Streaming-Setup in mein extra Zimmer bekomme, dann lade ich dich ein, damit du das einrichten kannst. Das ist richtig gut. Aber man sieht auch, dass es nicht in einem Tag entstanden ist. Es ist wirklich so. Es ist richtig geil.
Also das sieht man, dass das viele Jahre, vermute ich mal, mit Sammeln und Spaß an der Sache zu tun hatte. Definitiv. Oder man hat unglaublich viel Geld und viel Glück im Internet, dass man die Sachen spontan findet. Ist auch noch lange nicht fertig, das ist so. Das ist eine Lebensaufgabe, das sehe ich absolut ein. Also wer auch das mal posten möchte, natürlich, würde gerne auch eure Setups sehen. Wie gesagt, meins mache ich dann, wenn der neue PC da ist, wird hier alles neu verkabelt. Dann kriege ich auch wieder Untertischbeleuchtung, die funktioniert nämlich schon länger nicht mehr. Die habe ich irgendwann einfach mal abgerissen, weil ich dran hängen geblieben bin. Aber das kommt dann alles wieder. Ja, ich krieg's nicht raus. Ich würde jetzt probieren, wenn ich jetzt die Sachen abbaue, die durch eine Mod reingekommen sind. Wenn ich das jetzt abreiße hier und die Wasserdistillen vielleicht, ob es dann einfach wieder beweglich ist. Weil ich schätze, dass das unser Hauptproblem gerade ist. Wow. Hier. Easy. Damit habe ich nicht gerechnet, vor allen Dingen nicht, dass ich das innerhalb von einem Schlag abgebaut bekomme. Das war ein Schlag und das Floß ist wieder frei hier. Ich habe es mir fast gedacht. Ich habe ja gesagt, es liegt am Feuer. Traurig, dass ich auch mal recht habe. Jetzt ist es einfach wieder los. Naja, es gibt kein neues. Leute, es gibt kein neues Floß. Wir müssen mit dem alten noch ein bisschen leben. Kriege ich das Ding jetzt wieder aufgebaut? Ich glaube, ich kriege nicht alles an Materialien wieder, oder? Doch, tatsächlich. Ich kann es nur nicht anklicken. Warum nicht? Ach, ich brauche den Bauhammer, ne? Braucht man dafür den Hammer? Toll, ich habe mir jetzt einen Speer aus dem Holz gemacht. Okay, ich schmeiße es einfach mal hier an den Strand. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich nicht genug Holz. Ich um mein Holz. Ums, ums. Danke, 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 danke. Achso, ich weiß es nicht. Braucht man dafür ein Hämmerchen? Ich nehme einfach eins, ne? Irgendwo habe ich eins. Bestimmt. Da. Schnell wieder einen Grill draufstellen. Der hat ja nicht geschadet. Der hat uns immer lecker Fleisch gemacht. Farming, Geschichte, Verbrauchsgegenstände, Handwerk. Da wäre es gewesen. Dann auf den zweiten. Und da. Es geht nicht. Handwerk. Da. Nein. Ich habe nein gesagt. Irgendwie kann ich den Ring auch nicht an. Ich weiß nicht, ob es sonst geht. Den muss ich anscheinend auch nochmal wegmachen. Fluss. Ich hau jetzt den Boden weg, ne? Ja, toll. Offiziell steht das Feuer da nicht mehr anscheinend. Du kannst es nicht weiter zerstören. Ein weiteres Herstellungsgegenstand hängt davon ab. Okay. Es ist, wie es ist. Auf jeden Fall schwimmt unser Boot wieder. Das ist erstmal das Wichtigste. So, Hase mit Hut. Whisper ist raus. freue mich auf Nachricht. Werde mir jetzt mein Belohnungsbier gönnen. Oh, das gönnen wir mal. Und wünsche euch allen noch einen tollen Abend. Herr Schabernack, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Lass dir dein Bier schmecken. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tut mir leid, ich war jetzt gerade so ein bisschen abgelenkt hier. Sonst hätte ich da ein bisschen früher drauf geantwortet. Ich werde auf jeden Fall schreiben. Vielen Dank für deine Nachricht. Und ja, ich hoffe auf bald. Ich hoffe auf bald. Ich würde ja Hut sagen, aber der Captain passt so genial zu diesem Spiel. Das stimmt.
Das stimmt wirklich. Und nächstes Mal versuche ich es auch noch einzustellen, dass er wirklich wieder weiß ist. Irgendwie sieht er komisch aus, ne? So ein bisschen. Mal gucken. Aber wie gesagt, die Cam ist neu. Das kriegen wir hin. Hammer. Ich versuche jetzt einfach mal das Fundament hier wieder drunter zu packen. Transportmittel. Das geht auf jeden Fall. Ich denke mal, dass das ein Spielneustart. Entweder das Ding habe ich jetzt gerade mit abgebaut und das Spiel hat es nicht gehört. Sehr gut. Tudelü, tudelü, finde ich auch gut. Dann bauen wir ein neues Fundament, ja. Das komplette Fundament, weiß ich nicht, ob ich das abreißen kann. Ich denke mal, dann beim nächsten Neustart wird es einfach wieder passen. Wir haben ja jetzt Fleisch dabei. Ich räume eben die Sachen weg, die wir jetzt noch dabei haben. Die ganze Munition und so lasse ich jetzt auch einfach mal auf dem Schiff, würde ich sagen. Das will ich jetzt gar nicht immer wieder. Oder ich nehme die ganze Kiste runter. Das können wir auch machen. So, Läppchen haben wir auch irgendwo hier. Ich habe jetzt... Bob hat... Ich habe dich nicht auf die Idee gebracht. Das war Herr Schabernack. Tatsächlich. Herr Schabernack. Oh, Marcel Rosauer, lass ich das Bier schmecken. Auch die guten Durst. Genau, die ich runtergenommen habe. Da habe ich gerade noch dran gedacht. Die nehmen wir natürlich wieder mit. Und die, wo die ganze Munition drin ist, die nehme ich einfach mit runter. Munition und Verbände braucht man nicht unbedingt mitnehmen. Solange ich Gegengift dabei habe, ist eigentlich alles entspannt. Oh. Ja, macht man so. Ja, das ist, in der Ansicht ist es ein bisschen blöd, die Kisten wieder einzusortieren, aber da kriegt man auch irgendwann den Dreh für raus. So, hier ist nichts drin, hier ist nichts drin, hier ist nichts drin. Hier habe ich jetzt die ganze, obwohl Pfeil und Bogen brauche ich ja vielleicht, es kommt auch, glaube ich, nicht auf eine Kiste an. Lass einfach alles auf dem Boot. So, hier packe ich jetzt mein ganzes geräuchertes Fleisch rein. Grundausrüstung, Hämmerchen kommt hier vorne wieder rein irgendwo, da. Wir speichern nochmal ab und dann machen wir uns einfach auf Weg. Es ist ja alles entspannt. Du hast Bier gesagt und wenn du das sagst, wenn du was sagst, mache ich das. Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ne, ich will dir einfach nichts Böses. Nimm dir noch Popcorn. Und zwar das gute Karamell-Popcorn von Werthers Echte. Nimmst du dir jetzt zu deinem Bier. So, was sagst du jetzt? Das ist das Oberhammerzeug, Leute. Wer es nicht kennt, wenn ihr es bei euch bekommt, kauft das, probiert es. Es ist der absolute Hammer. Oh. Dann lass dir dein Malzbier schmecken. Und kümmere dich darum, dass das in Zukunft für dich zu Hause ist. Wenn ich sowas sage, du hast gesagt, du machst das dann. Dann musst du auch vorbereiten. Das ist so mega böse. Warum ist das böse? Jetzt willst du das nämlich haben. Darum geht's, ne? Was wollte ich? Ich will eigentlich da oben das Ding wieder wegkriegen. Wie kriege ich das denn wieder weg? Wenn ich nochmal auf T drücke? Achso, ja. Ich brauche einfach irgendwas anderes anklicken. Also, trinken ist in Ordnung. Essen haben wir ein bisschen was dabei. Wir haben ein bisschen Ausrüstung dabei. Die meisten Truhen sind leer. Ich mache mir jetzt einfach nochmal auf den Weg. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir eine Insel in der Nähe finden. Die wir noch nicht kennen vielleicht. So, nirgendwo gegen Chippern hier. Warte mal. Warte mal. Warte mal, bevor du zu weit weg bist. Habe ich gespeichert? Da kann man nicht mehr mit aufhören und ich habe danach das tierische Bedürfnis, die Zähne zu putzen. Habe ich bei Popcorn generell. Da bleibt ja immer diese kleinen Mini-Reste von dem Mais, die sich immer so zwischen Zahn und Zahnfleisch. Macht mich wahnsinnig, wenn das Zeug dazwischen hängt, aber es ist einfach trotzdem unglaublich lecker. Aber kennst du denn das Karamell-Popcorn von Werthers Echte? Ich will keine Werbung machen, aber die sind einfach geil. Ist so.
Ja, klar, sehr gut. So wie ich das höre. Wir haben die mal zu... durch Zufall haben wir die mal hier gehabt. Und ja, also ich habe erst habe ich so gedacht, weiß nicht. Also ich mag auch normales Popcorn. Also warum muss das sein? Aber es ist was anderes und es ist geil. Ja, es ist so. Hallo, wenn es süß ist, kenne ich das doch. Ja, dann gut, weil klar. Also, Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Es hätte mir klar sein müssen. So, auf welche Insel fahren wir denn? Es muss ja irgendeine sein, die schon ein bisschen weiter weg ist, ne? Die meisten hier in der Ecke haben wir wirklich schon. So. Ich fahre jetzt gerade, ich glaube, auf dieses X hier links unten zu. Ist es die Insel da hinten? Ich schippe mal so ein bisschen rum. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir auf der schon waren. Könnte aber sein, dass ich mich auch irre. Kann ja mal vorkommen. Südost warst du noch nicht? Also wenn wir jetzt das als Norden sehen oder das, wie es angegeben ist hier. Ne, so muss ich es zeigen. Südost. Das wäre quasi hier unten in der Ecke. Also hier direkt neben mir, da. Kann ich hinzeigen irgendwie? Wie zeige ich denn da jetzt hin? Das gibt's doch gar nicht. Da, hier unten, da wo mein Daumen jetzt hinzeigt. Da ist aber auch, glaube ich, gar nicht so viel. Ich schau mal. Wie angegeben, okay. Dann hast du euch. Dann ist es da, wo mein Daumen gerade hingezeigt hat. Das könnte sein, ja. Wir haben ja das letzte Mal oder vorletzte Mal haben wir ja etwas größere Touren gemacht. Ich glaube, das letzte Mal war es sogar, ne? Aber wir haben ja gemerkt, auch Inseln, die weit weg sind, haben nicht unbedingt den Vorteil, dass die anders sind. Also die Inseln hier in der Nähe können wir einfach looten. Es ändert sich nichts. Sag ich mal so. Ach ja. Mal so ein bisschen reingucken. Ist irgendjemand da? Wir werden jetzt nicht mehr ewig machen. Aber so ein bisschen werden wir uns auf jeden Fall die Insel noch anschauen. Also der untere Teil. Oben warst du ja schon, ja. Ja, es ist wohl so, ne? Es sieht schon aus, als wäre auf der Insel nicht mehr so viel los. Oder die hat generell wenig Loot. Guck mal, wie wenig, obwohl so ein paar Palmen stehen da. Palmen ist auf jeden Fall, ja doch, ist einiges an Palmen noch. Es sah jetzt eher so aus, wenn da nur zwei, drei Bilder oder so. Bild ist da von Sartis, alles klar, hat sie zu sagen, ich schaue es mir gleich noch eben an. Vielen Dank für die Bilder. Oder das Bild, wie auch immer. Ich schaue es mir mal an, da bin ich ja mal gespannt, was du uns da bietest. Wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag wieder für Sartis. Wenn ihr Bock drauf habt, seid ihr natürlich wieder herzlich eingeladen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Genau, wir sind noch am Festplatten suchen. Da werden wir auf jeden Fall erst noch ein bisschen weitermachen. Warum drehe ich mich? Mein Floß will wieder nach Hause. Was hast du gegen die Insel, sag mal? Nee, wir sind hier noch gar nicht fertig. Wir sind noch gar nicht angefangen. Lass den Speer in Ruhe. So, ist das schön, weil ich mal... Ach, ich bin hier auf einem Stein. Aber direkt drauf. Ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder in ein Schwein reinrenne oder irgendwas. Hallo? Hallo? Also hier ist auf jeden Fall noch steilen Palmen, als ist alles noch da. Sehr gut. Was sagt die Uhr? 1.10 Uhr. Hm. Aber schlafen würde ich trotzdem gern. Vielleicht haben wir das Glück und ist direkt hell.
Alles klar, Miss Piggy ist da. Was soll das jetzt? Geh weg. Ich wollte pennen. Hier kann ich speichern. Also geht es wirklich nur in den Bossbereich nicht. Ich hatte jetzt vermutet, dass ich nicht auf dem Floß pennen kann. Aber das scheint egal zu sein. Okay. Da will ich mich nicht beschweren. So, Bett wieder aufgehoben, eben eingerollt. Wo war es drin? Ein tiefer, glaube ich. Ne, hier auch. Da passt es besser rein. Okay, Miss Piggy. Ich habe hier so eine neue Waffe und neue Pfeile. Funktioniert das auch über Wasser? Wow. Piggy, entspann dich. Au, Piggy! Wo bist du? Piggy? Wie soll ich denn so auf dich schießen? Oh, das geht. Wow, okay. Das geht aber nur im Nahkampf. Fernkampf ist das Ding gar nicht geeignet. Schlange. Schlange. Ich habe nur gespeichert. Ich habe nicht gepennt, oder? Junge. Die beste Munition ist das nicht. Aber hier rennen ganz viele Babyschweine rum. Und Krebs anscheinend. Wow. Du kannst aber einstecken, mein Freund. Okay, das verbraucht sich aber nicht, wenn man die Pfeile nicht verloren macht. Mann, ich wollte die Hand frei haben. Komm mal mit dir. So, guck mal, das läuft doch schon. Bin schon wieder in den Krebs gelaufen. Und in noch einen Krebs gelaufen. Schwein sagt nein, ist es schon wieder am Kopfschütteln. Alles klar. Mr. Krabs. Schlange. Schlange. Was ist schlimmer als Green Hell hier? Kann man dich hier drauflegen? Leg dich hier ins Helle. Brauchst auch nicht mit dem Kopf schütteln. Ist ihm egal. Bringt das was? Weil die normalen Pfeile gehen bei dir kaputt, wenn ich mich recht erinnere. Nein! Nein! Ich mach dich weg. Ich mach dich weg. Ich mach dich weg. Du kannst gar nichts. Der hat mir ganz schön wehgetan. Aber es geht eigentlich noch. Lass mir hier meine Lebensmittel ins Licht legen. Ja? Hier hast du einen Freund. Redet miteinander. Aber ich glaube, auf die Krabs. Oder Mr. Krabs mit den Pfeilen drauf zu schießen, ist absolut kontraproduktiv. Das hilft uns überhaupt nicht. Ich glaube, die Pfeile gehen einfach kaputt und das war's. Wo ist vorne und hinten bei dir? Aber wenn man die gut erwischt, also wenn die einen nicht vorher sehen, dann sind die total easy, ne? Wenn die total an... Schwein sagt nein. Schlafen. Ich soll schlafen? Warum? Ich will nicht schlafen. Ich bin müde. Ich bin viel zu aufgekratzt. Ich hab gerade noch einen Boss weggemacht. So. Baby Pick. Ich habe nicht mehr viele Pfeile. Das wird schwierig. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Wo bist du? Wir haben heute einen Boss weggemacht. Da werden wir uns von so einer lächerlichen Schlange doch wohl nicht töten lassen. Alter, ich habe die sogar getroffen, obwohl die vor mir weggerannt ist. Manchmal läuft es einfach, ne? Ist einfach so. Bis jetzt gewinnt immer der Boss beim Bosskampf?
Ah. Das tut mir leid. Vielleicht ist der Boss böse, weil ich den Boss besiegt habe. Kann das vielleicht daran liegen? Hier sind, wollte ich sagen, hier sind zwei Schweinebabys rumgelaufen. Das war sowas von daneben. Ey, das, ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen, wie weit ich da nach vorne zielen muss. Oder hat's getroffen? Mein Pfeil ist hier auf jeden Fall nirgendwo. Ey, das wissen die Tiere, ne? Er will gleich. Er schießt mir in den Lauf. Ich bieg ab. Immer. Los mit denen. Ich mach dich mit der Picke weg, wenn's sein muss. Komm her jetzt. Lass dich aufbiegen. Ja. Ich hab dich gewarnt. Du hättest dich einfach von einem Pfeil erschießen lassen können. Aber nein. Du musst wieder hier die Drama Pick Queen machen. Er steckt nicht einen Pfeil drin. Ich würde sagen, ich habe nicht einmal getroffen. Er wischt jedes Mal den Boden mit uns auf. Ich denke eher, dass das Problem ist, dass ihr immer den Kategorie 1 bekommt, oder? Was für eine Kategorie hattet ihr? Kategorie 1, der Pate. Kategorie 1 ist die schwierigste Stufe. Da habt ihr eine 20%ige Gewinnchance. Mehr nicht. Es ist leider so. Beim Kategorie 3 habt ihr, glaube ich, eine 75%ige Gewinnchance. Und bei Kategorie 2 habt ihr immer 50-50. Das ist einfach so. Es hat mir unglaublich viel Mühe gemacht. Es ist wirklich so. Also ich habe so viele Kategorien. Dann kannst du ja eingeben, wie viel Angriff, wie viel Verteidigung hast du. Und ich weiß gar nicht, was noch alles. Man kann da so viele Angaben machen pro Boss. Und dann gibt es einen extra Kalkulator für, der dann die Chance errechnet, wie hoch eure Chance ist. Es ist total verrückt. Es ist mega aufwendig und ich habe mir wirklich, ich hatte hier mega Berge an Zettel liegen, damit ich das ausrechnen kann, wie muss ich den Boss wo machen, damit der prozentual für euch dann wirklich genau passt. Dann der Loot nachher auch noch passt, der wird ja aufgeteilt auf jeden, der mitspielt und alles sowas. Ne? Also das war schon... Ihr könnt das ja so ein bisschen selber bestimmen, welchen Boss ihr bekommt, indem ihr mit wie vielen Leuten ihr mitspielt. Das lässt sich beeinflussen. Aber dann gibt es halt trotzdem, egal wie viele ihr seid, immer noch drei Kategorien. Leicht, mittel und schwer. Es ist einfach so. Wie gesagt, und das alles zu machen, also da werde ich auch nichts dran ändern, seid mir nicht böse. Das war mega aufwendig. Das ist wirklich so. Wie gesagt, wenn ihr Kategorie 3 bekommt, werdet ihr wahrscheinlich gewinnen. Auch nicht zu 100%, vielleicht auch nicht alle, aber die Chance ist dann höher. Wie bekomme ich mehr Angriff und eine bessere Rüstung? Das könnt ihr nicht beeinflussen. Das habe ich angegeben. Dadurch errechnet sich ja die Gewinnchance. Das ist einfach so. Ja, das wäre geil, wenn man das leveln könnte, ne? Wenn man das irgendwie leveln könnte. Wenn du dein 100. Mal beim Bosskampf mitgemacht hast, dann hast deine Rüstung irgendwie plus Level plus 1% oder was weiß der Geier. Ne? Also es wäre schon lustig, aber es ist leider dafür so gut ist das Programm nicht programmiert, was da ist. Aber die Idee ist echt gut. Ich bin ja immer noch am Suchen. Also wenn da irgendeiner mal eine Ahnung hat von irgendwelchen Minigames, die ich noch hinzufügen könnte. Also es gibt noch so so Lotto-Spielen oder so gibt es noch in der Art. Oder hier dieser einarmige Bandit, sowas in der Art, gibt es alles wohl noch. Aber ja, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Also ich bin ja immer auf der Suche nach irgendwie neuen Minigames, damit ihr im Chat noch ein bisschen beschäftigt seid. Oder mehr beschäftigt seid als jetzt schon. Damit ihr nicht nur das Gesaller von mir ertragen müsst, sondern aktiv selber auch was machen könnt. So. So wollte ich sagen. Bingo, ja. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Und Bingo war dein Name. Also wenn ihr da irgendwas habt, was man im Stream hinzufügen kann,
Und dann immer rausfahren. Also auf der Suche bin ich selber auch immer und wenn ich was finde, dann gucke ich, ob das für uns irgendwie brauchbar ist. Also ich will jetzt nicht unbedingt noch einen neuen Bot hinzufügen, damit irgendeine neue Funktion ist oder so. Ich glaube, der Stream Elements Bot, der hat auch schon unglaublich viel drin. Haben wir ja auch einiges. 8-Ball zum Beispiel haben wir auch über Stream Element. Und wie heißt es? Streamlabs habe ich ja, nutze ich ja auch, nur ich nutze ja die OBS-Version und nicht Streamlabs OBS. Ruft seinen Bankraub, kommt alle zum Zocken rein. Geht's denn? Dann wäre ich dabei. So. Anscheinend ist an Tieren hier soweit alles erledigt. Das ist ja das, was ich gerne mit euch gemeinsam mache. Wir können jetzt auch vielleicht noch mal eben... einmal ins Schiff reingehen. Gucken, ob da was ist. Oh nein. Entschuldigung, ja. Wahrscheinlich ist es so. Die Chance, jetzt den Bankraub zu schaffen, wird schwierig für euch. Ich hau trotzdem Ohren raus. Vielleicht will ich euch diesmal auch nur helfen. Vertraut mir da. Vertraue mir. The Beast. Bei dir geht's morgen an die Bosse. Ja, dann sehr gut und herzlichen Glückwunsch. Nein, gar nicht wahr. Wollte ich gar nicht sagen. Viel Erfolg und viel Glück. Herzlichen Glückwunsch. Aber herzlichen Glückwunsch ist auch in Ordnung. Ich gehe davon aus, du schaffst das. Ja, dann los, ran. Zeig dem Boss, wer der Boss ist. Guck mal hier. Früher bist du hier immer hochgekommen. An der Stange einfach. Ist das, weil ich jetzt... öffnen? Achso, ich kann die Tür von hier schon öffnen. Nein, du sollst dich hier festhalten. Geht das jetzt nicht, weil ich da Ding in der Hand habe hier? Ja, wollte ich da sagen. Pimpels! Wo findet man die gelben Früchte? Auf verschiedenen Inseln. Also leider kann ich es dir nicht anders beschreiben, weil ich glaube, es gibt auch keine andere Möglichkeit. Du musst einfach von Insel zu Insel fahren und bestimmte Pflanzen geben dir die gelben Früchte. Tatsächlich. Ich schaue sofort, ob hier auf der Insel vielleicht eins drauf ist. Aber ich glaube, es muss nicht unbedingt, weil es bei mir so ist, bei dir auch sein. Also das könnte sein, dass das auch noch unterschiedlich ist. Kleine Schlangenfleisch, das schmeiße ich doch mal weg. Ich habe jetzt mein Messer weggeschmissen. So. Nein. Es geht immer noch nicht. Habe ich noch irgendwas? Ein Stück Holz. Ich will mein Klebeband. Junge. Oh, wen haben wir denn da wieder für einen? Ist wieder so ein Tiger-Ei, ne? Aber ich glaube, das Leck unten, das ist gar nicht groß genug, dass man reinschwimmen könnte. Ich versuche es nochmal von der anderen Seite. Moin, Tiger-Ei. Mein Bester. Das ist mein Lieblings-Tiger-Ei. Tu doch was in die Truhe. Hey, so einfach ist das Spiel jetzt auch nicht, ne? Wieso komme ich nicht von selber auf sowas? Das gibt's doch gar nicht. Vielen Dank für den Tipp. Ich könnte auch einfach was in die Truhe packen. Das wäre nämlich der einfachste Weg. Es tut mir leid. Dankeschön, Dieter. Oh Gott, ey. Ihr tut immer so, als wäre das so einfach alle, ne? Und ihr habt vollkommen recht. Manchmal bin ich aber auch. Da habe ich so ein Brett vom Kopf, das ist nicht mehr normal. Also hier scheint auf der Insel jetzt keine Pflanze zu sein, wo Beeren dran hängen. Ach Gott, Leute. Ich versuche mich doch nur rauszureden, da ich nicht völlig deppert hier stehe. Ja, also die Früchte findest du leider nur auf verschiedenen Inseln. Ich würde dir empfehlen, nicht unbedingt eine Insel zu nehmen, wo ein Fels mit drauf ist oder wo diese ganz hohen Bäume sind. Wenn ich mich recht erinnere, dann haben wir die meisten Büsche, nein, die meisten Pflanzen, wo Beeren dran sind, auf den Inseln, wo Büsche sind. Ich meine, da, also ich könnte sein, dass ich mich da komplett irre und das überhaupt nicht stimmt. Aber
Ich glaube, dass die Chance da höher ist. Ich konnte aber dem Bob entkommen. Das ist auch schon mal viel wert. So. Meine Lieben. Gott, sind heute wieder viele Leute online. Das ist doch nicht normal. Bitteschön. Unser Biest, viel Erfolg auf jeden Fall. Ich drücke dir die Daumen. Ich hatte gerade einen Anruf und habe nicht mitbekommen, wie du dein Floß wieder flott bekommen hast. Das hast du doch, oder? Habe ich, ja, tatsächlich, mein Floß. Hier, mein neues Floß, so sieht es jetzt aus. Nein, war nur Spaß. Ich habe das Dings abgebaut. Also ich wollte erstmal alles abbauen, was irgendwie mit der Mod zu tun hat. Das heißt einmal den Grill und einmal die Wasserdistillen, weil das Einzige, was nicht regulär Spiel ist, sondern tatsächlich durch eine Mod hier dazu gekommen ist. Und ich habe den Grill abgebaut und in dem Moment ist es wieder aufgetaucht. Also der Grill war wirklich das Problem mit dem Feuer. Ne? Auch wenn ich das Feuer vorher gelöscht habe. Ich kriege jetzt den Grill hier auch nicht abgebaut. Ich denke, dass durch einen Neustart ich vielleicht einfach einen neuen Grill bauen kann, dass sich das Problem damit löst. So, meine Lieben. Ich würde sagen, wir heute machen wir Feierabend, oder? Ich werde die Insel uploaten, dann mache ich offscreen. Dann habt ihr nicht so das ganz Langweilige, mache ich mich auf den Weg zurück. Und ja, ich hoffe, dass ich dann vielleicht zwischendurch noch so viel Material farmen kann, dass ich noch jede Menge von den Pfeilen herstellen kann. Wir wissen jetzt, 40 bis 50 Stück sollte man für den Boss mitnehmen. Und ich denke mal, dann am Sonntag geht es hier bei Stranded Deep weiter, wenn nichts dazwischen kommt. Dann holen wir uns den nächsten Boss, oder? Ja, wie sieht's aus bei euch? Ich liebe dieses Lied, aber auch passt auch gut zu mir. Soll ich dir das schicken, dass du das als Klingelton aufs Handy machen kannst? Schwein sagt nein. Die Frau buche ich für den Umzug, ja, oder? Guck dir doch mal das Kreuz von der an. Das ist der absolute Hammer. Hier. Die schleppt alles. Die wird auch drei Kisten auf einmal nehmen. Das ist der völlig Latte. Da trägt die wie nix. Hier ist so ein Floß, besteht komplett aus Baumstämmen. Okay, jetzt wollte ich ganz cool tun, wie ich es anhebe. Aber ich habe leider den Anker gezogen. Nee, habe ich nicht. Nein, jetzt. Alles klar. Kloppen wir einfach mal die Wände ein. Der hebt einfach hier das ganze Floß an. Ist kein Problem. Das macht ihr ohne die Hände zu benutzen. Und der Schwein sagt nein, das ist wohl so. Ja, meine Lieben. Ich würde sagen, wir haben Boss besiegt. Wir sind mit dem Gyros, mit unserem Gyroskopter, sind wir unglaublich weit geflogen und es hat funktioniert. Wir haben die ersten Teile an unser Doppeldecker, ich weiß gar nicht, was das ist für ein Flugzeug. Auf jeden Fall haben wir den Motor repariert, den Treibstoff schon aufgefüllt zum Teil. Und wir sind jetzt zur nächsten Insel gefahren. Wir haben das Floß einmal versenkt, das war kurze Zeit Titanic. Wir haben neue Waffen und Munition hergestellt. Heute war es ein ziemlich guter Lauf, oder? Seht ihr das anders? Es hat wieder mega viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, für heute machen wir Feierabend. Tut mir leid, ich bin heute ein bisschen später angefangen, aber das heißt nicht, dass ich dadurch länger machen kann. Er hat Gyros gesagt. Oh, tut mir leid, so zu sagen. Aber gönn dir ruhig. Sei nicht so. Ich kriege jetzt gleich auch noch was zu essen, weil ich jetzt vorm Stream nur ganz, ganz bisschen essen konnte. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und bis Samstag. Genau so ist es. Aber wartet noch einen kurzen Moment, dann kann ich euch noch beim Raid mitnehmen. Ich wollte noch mal eben schauen, wer von unseren Leuten jetzt alles online ist. Also es war jetzt einer bei Stranded Deep, aber ich habe keinen Sound gehört. Deswegen kann ich das jetzt nicht so wirklich sagen. Ich würde sagen, das machen wir. Oder, was sagst du dazu, Lolli? Gehen wir hin, oder? Toll. Ich kopiere mir mal den Namen. Eigentlich müsste ich, das ist traurig, dass ich es nicht so schreiben kann, aber ich vergesse mal irgendwas mit Unterstrichen oder so. So. Ich schätze, Lolli ist auch schon da. Vermute ich mal. Der Stream hat wieder mega Spaß gemacht. Meine Lieben, ihr seid zu lieb zu mir. Ganz ehrlich. So. Vorbereitung abgeschlossen. Ich schicke euch rüber nach Franzi Hell. Sie spielt gerade The Last of Us. Ja.
Wir kennen sie, wir mögen sie, wir sind gerne da, wenn wir die Möglichkeit haben, dass sie sagen, jetzt ist sie gerade online, ich schicke euch da heute rüber. Dann könnt ihr euch da noch einen schönen Abend machen für die, die Zeit haben. Wie gesagt, gleich noch eben was essen, dann schauen, ob ich noch eben... Hab meine Franzi, genau. Ich habe gedacht, du wärst drauf gekommen. Da bin ich schon, siehst du? Ich habe gedacht, wahrscheinlich gehe ich jetzt mit zwei Leuten rüber, weil alle anderen auch bei Franzi sind. Das wäre natürlich lustig. Aber ja, also war ein mega Stream heute, hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch sehr, dass meine Kamera so gut mitgemacht hat. Also dafür, dass ich sie nur sehr kurz einstellen konnte, hat sie wirklich super funktioniert. Ich freue mich, dass sie da ist. Dann mal danke für den Stream. Hab noch eine schöne Zeit. Bis Sonntag. Ach, Samstag. Hast du nicht Sonntag gesagt? Am Sonntag gibt es die nächste Stranded Deep-Folge. Am Samstag bin ich da und spiele Satisfactory mit der S-Plus-Mod. Wenn ihr Bock habt, seid ihr natürlich wieder herzlich eingeladen. Ich lurke nur, weil ich mich nicht spoilern möchte. Oh, ja, da müsst ihr natürlich alle ein bisschen aufpassen. The Last of Us ist ja gerade erst rausgekommen. Wer sich da nicht spoilern lassen möchte, der natürlich mit Augen zu und Ohren zu, aber im Chat geschrieben. Nein, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich hoffe, dass es mit dem Raid diesmal wieder funktioniert. Oh, Gatekeeper. Ja, doch auf so nette Sachen zu sagen. Ich freue mich. Ich danke dir. Dafür gibt es noch ein bisschen Lieb. So zum Ende hin. Na gut, Raid beginnen. Es geht wieder nicht, ne? Es geht wieder nicht. Es geht wieder nicht. Ich kann es auch nicht abbrechen, das ist das Problem. Das. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es tut mir wirklich leid, es könnte sein, dass wir jetzt... Vor allen Dingen stand da jetzt gerade ein ganz anderer Streamer-Name. Aber bei mir steht jetzt, dass das mit Franzi halt klappt. Na toll, kaputt. Ich weiß nicht, was mit dem blöden Raid los ist. Es ist total bescheuert. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verklickt. Denn da stand jetzt gerade, du raidest schon Jivela Spielerecke. Ich schicke euch auf jeden Fall gleich einen Link, falls ihr wieder nicht mitgenommen wurdet. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß bei Franzi Hell. Wer sie noch nicht kennt, schaut rein. Wenn es euch gefällt, natürlich ein Follow dagelassen, wie immer. Es steht Franzi. Ja, bei mir auch. Aber da stand jetzt gerade was anderes. Aber ey, die Raids sind eine Katastrophe hier. Es tut mir wirklich leid. Ich wünsche euch viel Spaß. Schönen Abend noch. Bis Samstag, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.